Klassenbildung, der Podcast. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Freunde und Freundinnen, im Namen von Klassenbildung begrüße ich euch ganz recht herzlich zur heutigen Klassenkampfkonferenz. Als revolutionäres Bildungs- und Kulturkollektiv freuen wir uns, dass ihr trotz des schönen Wetters, trotz des Feiertages und ja, vielleicht ja auch an eurem eigenen Geburtstag hier seid, um mit uns gemeinsam zu diskutieren über die kommenden Aufgaben des Klassenkampfs in Deutschland. Heute wollen wir uns über die Herausforderungen und Aufgaben, vor denen wir als Arbeiterklasse und als revolutionäre Organisation in Theorie und Praxis stehen, austauschen. Als Klassenbildung sehen wir uns schließlich als eine unserer Aufgaben, den Klassenkampf in Deutschland weiterzubringen. Ein Ansatzpunkt ist dabei für uns die revolutionäre Bewegung, die wir in diesem Land haben. Wenn wir uns ihren Zustand ansehen, dann sehen wir eine Bewegung, die noch viele Schwächen hat, an denen wir aber gemeinsam arbeiten wollen. Mit unserer Gründung im Jahr 2020 wollten wir zum Beispiel einen Teil dazu beitragen, einfach zugängliche kommunistische Bildungsangebote zu schaffen, die uns bis dahin gefehlt haben. Heute soll es darum gehen, in noch viel mehr Bereichen Schritte nach vorne zu gehen. In den 4 Podien, die wir heute gemeinsam haben, werden wir uns den Tag über den Fragen widmen: Welche Bedeutung haben Medien und Kultur heute im Klassenkampf? In welchem Zusammenhang stehen nationale und internationale Konflikte und Kämpfe mit Gästen aus verschiedenen Ländern? Welche Art revolutionärer Organisierung und welche Schwerpunkte in der revolutionären Arbeit brauchen wir heute als Kommunistinnen im 21. Jahrhundert? Und auf dem letzten Podium, wie erkämpfen wir erfolgreich gegen den Faschismus und die Rechtsentwicklung? Die richtigen Antworten auf all diese Fragen zu finden, ist nicht leicht. Und kann auch nicht allein von ein paar wenigen Menschen oder Organisationen alleine geleistet werden. Ihre Lösung hängt von uns allen ab, inwiefern wir unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere gesamte Energie darin investieren. Alle Organisationen, die heute sprechen werden, haben wir eingeladen, weil wir denken, dass sie einen Beitrag dazu leisten wollen und das auch können, diese Fragen gemeinsam zu klären. Die Zeiten, in denen wir leben, fordern auch nicht viel weniger von uns. Der Klassenkampf ist lebendig, auch wenn ihn die Kapitalistinnen immer wieder als tot erklären. Die Konflikte, die aufgrund der grundsätzlich widersprüchlichen Interessen der zwei großen gesellschaftlichen Klassen zwischen Arbeitern auf der einen und Kapitalistinnen auf der anderen Seite entstehen, werden nicht weniger. Besonders der Klassenkampf von oben tobt. Nur weil das praktisch dauerhaft geschieht, kommt es vielen Menschen unserer Klasse so vor, als wäre das ein Naturgesetz. Aber wir wissen, alle, die hier im Raum sitzen, wissen, was das für eine Lüge ist. Der Klassenkampf von unten, der Kampf unserer Klasse, ist dabei heute noch wenig entwickelt. Wie wir daran aber ganz konkret etwas ändern können, das ist unsere Hauptfrage heute über den ganzen Tag, über alle 4 Podien hinweg. Ob die Arbeit im Internet stattfindet, auf der Straße oder auch außerhalb Deutschlands. Wir setzen darauf, dass alle Teilnehmer heute etwas voneinander lernen können. Wenn jeder und jede von uns heute Abend nach Hause geht und morgen dann mit neuer Motivation, neuen Ideen, neuem Elan in die eigene politische Arbeit geht, dann haben wir unser Ziel als Klassenbildung erreicht. Sehr schön. Genau, also wir sind fast fertig mit den einleitenden Worten. Genau, ich bin Sarah, ich werde euch heute durch 2 der 4 Podien führen. Genau, Jill wird die anderen beiden machen. Das ist, wie gesagt, das Medienpodium, Medien und Kultur, unser allererstes. Genau, also von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Genau, und das erste Podium von heute dreht sich ja um unser Spezialgebiet, Medien und Kultur. Und als Medienplattform freuen wir uns natürlich besonders, das mit euch heute zu diskutieren, als allererste Frage, um mit unseren 3 Gästen ins Gespräch zu kommen. Genau, wir haben uns also überlegt, dass wir uns mit den brennenden Fragen befassen, welche Bedeutung Medien und Kultur heute im Klassenkampf haben. Und ich würde vor allen Dingen jetzt kurz die Teilnehmer vorstellen und dann würden wir direkt starten, weil viel Einleitung hatten wir ja eigentlich schon.
Genau. Ich fange einmal direkt neben mir an. Das ist Ilja, der ist für Klassenbildung hier. Genau, also voraussichtlich werden die meisten von euch, die sich in diesem Raum befinden, schon mal Kontakt zu diesem Medienprojekt gehabt haben. Wir wollen es trotzdem kurz vorstellen. Genau, Klassenbildung ist ein Kollektiv von KommunistInnen. Als wir angefangen haben, ist uns aufgefallen, dass es quasi keine populären Informationen und Bildungsmaterialien gibt, die einfach und verständlich eine revolutionäre Perspektive aufzeigen. Mit diesem Projekt soll das verändert werden. Klassenbildung bietet ein breites Angebot von Formaten wie Podcasts und Videos über Gedichte bis hin zu Texten und Leselisten. Genau, direkt daneben haben wir Konstantin von Perspektive. Genau, Perspektive Online ist, der lange Name ist Perspektive Online, Zeitung für Solidarität und Widerstand. Genau, wie der Name bereits verrät, ist das unser einziges Zeitungsprojekt auf diesem Podium. Genau, seit 2017 steht Perspektive dabei für unabhängigen Journalismus von unten. Sie sehen sich nicht nur als Zeitung, die von ein paar wenigen geschrieben wird, sondern als Medium von der Klasse für die Klasse. Genau, daneben haben wir einmal Flo von Decay, der ist hier für Kommunistenkneipe. Kommunistenkneipe ist ein Kollektiv aus kommunistischen PodcasterInnen. Seit sie sich 2020 gegründet haben, haben sie fast 100 verschiedene Podcast-Folgen rausgebracht und dabei zahlreiche Gäste interviewt. Genau, die Formate reichen dabei von Interviews über lockere Biertelefonate bis hin zu Streitgesprächen zwischen verschiedenen Organisationen über brisante politische Themen. Der Podcast will lockere und dennoch fundierte marxistische Bildungsarbeit leisten, sowie den verschiedenen Strömungen der marxistischen Linken eine Diskussionsplattform bieten. Damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Gast, Anton von 99:1. 99:1 versteht sich selbst als eine Plattform für linke Standpunkte, Analysen und Debatten. Das Team aus verschiedenen PodcasterInnen bespielt dabei ein breites Spektrum an Themen, von Analysen zu aktuellen politischen Fragen wie Aufrüstung, Remigration und Palästina bis hin zu Buch- und Filmanalysen. Als sie 2020 ihre erste Folge rausgebracht haben, wurden sie schnell zu einer der bekanntesten Medienprojekte Deutschlands. Heute haben sie fast 400 Folgen veröffentlicht und allein auf YouTube über 10.000 AbonnentInnen. Sehr schön. Damit würden wir direkt in unsere erste Fragerunde starten, wo die Gruppen alle spezifisch oder die Organisationen alle spezifische Fragen beantworten werden, wo sie ein bisschen was zu ihrem Projekt sagen. Genau, wir starten da einmal mit 99:1. Mit rund 400 Folgen und einer beträchtlichen Reichweite seid ihr sicher eine der erfolgreichsten linksradikalen Mediencrews in Deutschland. Eure Themen und Gäste sind ja thematisch und inhaltlich recht breit. Was ist denn das Ziel von eurer Medienarbeit? Ja, erstmal danke für die Einladung. Als damals Nadim und Daniel losgelegt haben, da hat man sich so gedacht, dass eben viele Leute Podcasts und Videos konsumieren, aber nur recht wenige Leute wirklich auch diese ganzen linken Publikationen lesen würden. Und dementsprechend hatten wir dann die Idee, ein einsteigerfreundliches Bildungsprojekt anzubieten. Seitdem ist vieles passiert. Wir sind größer geworden. Ich selber wurde mal interviewt und wurde dann gefragt, ob ich mitmachen möchte und habe ja gesagt. Und seitdem bin ich auch Teil davon. Das Team ist größer geworden. Wir haben selber uns auch begonnen, mehr zu bilden. Herzstück des Podcasts bildet ja so die Plattform. Also wir bieten verschiedenen AutorInnen und Kollektiven eine Plattform. Wir interviewen sie zu eben verschiedensten Themen. Und daraus entsteht dann so eine Art Netzwerkeffekt. Das heißt, dass wir natürlich auch viel Reichweite von denen mitgenommen haben, aber natürlich auch eine Vielfalt an Meinungen haben. Dementsprechend können wir natürlich nicht inhaltlich so kohärent sein wie jetzt eine Partei oder ich denke auch, wie es Klassenbildung ist, einfach weil wir einen gewissen innerlinken Pluralismus hegen, besonders bei der Gästeauswahl. Wir haben uns aber natürlich auch selber inhaltlich weiterentwickelt und ja schon auch unser Profil geschärft, gerade auch was jetzt so politökonomische Themen angeht, sind wir, denke ich, inzwischen ganz gut aufgestellt. Als diese Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen über Superreiche und Klimawandel herauskam, da konnte man in den Kommentarspalten lesen, wie fast die gesamte Gesellschaft extrem empört über die Dekadenz, über das Reichtum und die ganze Umweltverschmutzung von diesen Superreichen da war. Auch relativ viele Menschen wissen, ja, dass eben Arbeitnehmer ausgebeutet werden, aber den Staat, der diese ganze Ordnung mit Privateigentum, mit Vertragsfreiheit
und so weiter, also mit Lohnarbeit durchsetzt, den will nun wirklich kaum jemand kritisieren. Viele Linke machen sich auch Illusionen in den Sozialstaat, der eigentlich ja nur existiert als ideeller Gesamtkapitalist, eben um das System zu optimieren, um Leute nutzbar zu machen für den Kapitalismus, um weiter akkumulieren zu können. Und dass vieles davon mal erkämpft wurde, stimmt halt nur insofern, als dass es Zugeständnisse waren, um das System am Laufen zu halten. Also, der Staatsbegriff, den halte ich für ganz zentral, wenn es um Klassenkampf geht, eben weil der bürgerliche Staat den Klassenkampf von unten aktiv bekämpft. Klassenkampf wurde liquidiert, deswegen leben wir heute im Kapitalismus und nicht im Kommunismus. Und wir als Podcast kämpfen per se erstmal für das Überleben des Klassenkampfes. Wir kämpfen dafür, dass überhaupt revolutionäre Ideen wieder anschlussfähiger werden, dass Klassenkampf überhaupt erst richtig irgendwann mal stattfinden kann, weil, sind wir ehrlich, Kommunisten sind in dieser Gesellschaft marginalisiert und eher ein Randphänomen wie ein Massenphänomen, auch wenn mich jetzt dieses riesige Publikum hier sehr zuversichtlich stimmt. Cool, dass ihr alle da seid. Genau. Zu linken Medienprojekten und dem Internet vielleicht noch ein paar Worte. Das World Wide Web war ursprünglich ein sehr, sehr freier Raum, der allerdings im Kapitalismus durch das Erschließen neuer Geschäftsbereiche immer unfreier gemacht wurde. Digitale Konzerne wie Google, Facebook etc. ja, nehmen uns den direkten Zugang zum Internet weg bzw. monopolisieren den Zugang dazu. Im Gegenzug dazu müssen wir unsere Daten verkaufen und ja, da findet so eine Art ursprüngliche Akkumulation der Daten statt. All das führt dazu, dass das Internet immer unfreier wird und Staaten natürlich auch diese privaten Konzerne, vor allem aus den USA, im Silicon Valley, aber auch aus China, strenge Zensurvorgaben machen. Dementsprechend halte ich es für ganz wichtig, sich immer ganz korrekt mit dem Gegenstand zu befassen. Und wir machen jetzt halt Medienarbeit, stehen in der Tradition linker Medienprojekte halt im Internet. Wir können nur so stark sein wie die Bewegung und die Parteien, die dahinter stehen, weil es braucht auch Leute, die uns hören und auch Leute, die den ganzen Content ja, erstellen. Dementsprechend halte ich es für sehr wichtig, dass sich auch radikale Linke mit der Digitalisierung und mit Social Media befassen, eben um es als Agitationsinstrument und Instrument zur Organisierung zu benutzen. Gleichzeitig sollte man sich natürlich auch über die Risiken der Überwachung bewusst sein, für den Fall, dass sich eben wirklich mal die Widersprüche zuspitzen im Klassenkampf. Dankeschön. Vielen Dank. Dann machen wir vielleicht direkt mit der nächsten Frage weiter für Flo. Genau. In der Kommunistenkneipe gibt es ja weit mehr als ein kühles Getränk und Stammtischgespräche. Genau. Wie würdet ihr denn euer Kneipenkonzept beschreiben? Ja, also erstmal auch danke für die Einladung von meiner Seite. Ich freue mich sehr, in Berlin zu sein. War gestern natürlich in einer Kneipe mit meinen Genossen. Ich hoffe, meine Stimme funktioniert, aber das geht schon. Ja, also wir haben verschiedene Säulen, auf denen wir stehen. Einmal ist einfach unser Anliegen, wieder marxistische Alphabetisierung zu betreiben, so haben wir das mal genannt. Also ein bisschen Grundlagenbildung zu betreiben, weil es teilweise doch wirklich an Basics fehlt. Und wir damals, als wir den Podcast gegründet haben, schon den Eindruck hatten, es gibt nicht viel Angebote. Dazu komme ich vielleicht auch nochmal später bei einer Frage. Und uns war wichtig, ein Angebot zu schaffen, was weder überfordert, aber auch nicht oberflächlich ist. Also in diesem Spannungsfeld bewegt man sich ja immer ein bisschen. Man will nicht unter- und überfordern. Und ich glaube, meistens gelingt es uns ganz gut. Eine schöne Vorstellung für mich, für uns wäre eigentlich, wenn wir Leute mit Argumenten bewaffnen können. Das ist so mal so die Idee gewesen. Also, dass Leute, die schon in Kontakt kommen mit Widersprüchen im Kapitalismus, mit dem man täglich konfrontiert ist, und auf diese ganze Ideologie und diese ganze Propaganda stoßen, auch was in der Hand haben. Und da kann so ein Podcast vielleicht als Einstieg ganz gut helfen. Deswegen machen wir verschiedene Grundlagenfolgen, zum Beispiel so typische Fragen, ihr kennt das wahrscheinlich alles, ist der Mensch zu schlecht für den Sozialismus, menschliche Natur und solche Sachen, also solche Fragen haben wir mal durchdekliniert. Oder jüngst gab es eine Folge, irgendwie 6 Vorurteile gegen den Kommunismus, kann ich nur empfehlen. Also sowas machen wir. Darüber hinaus versuchen wir aber auch Marxistinnen aus verschiedenen Strömungen an einen Tisch zu bringen. Das ist ja auch gar nicht immer so leicht. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine größere Offenheit die letzten Jahre. Und da werden dann auch durchaus mal kontroverse Debatten geführt. Zum Beispiel über die Einschätzung der DDR. Also was war die DDR eigentlich? Oder China, große Frage, haben wir auch eine große Debatte dazu organisiert. Anderes Anliegen wäre, also mir auch ganz persönlich,
auch die widerständige Geschichte nachzuerzählen, die es ja auch in diesem Land gibt. Es gibt ja eine Geschichtsschreibung der Herrschenden, es gibt ja aber auch eine Geschichte von unten. Und deswegen ist uns wichtig, auch mit Zeitzeugen Gesprächen zu führen. Ein Beispiel war unser Gespräch mit der Auschwitz-Überlebenden und Sozialistin Esther Bejerano, die ja leider schon verstorben ist. Haben aber auch viel, was ja jetzt wieder ein wichtiges Thema, zum Thema Repression gemacht. Silvia Gingold war ein Gast bei uns zum Beispiel, die in den 70ern mit Berufsverboten zu tun hatte. Also sowas machen wir auch viel und so weiter und so weiter. Könnt ihr das ausführen? Aber uns ist auch einfach wichtig, einen lockeren, angenehmen Raum zu schaffen, weil manchmal hatte ich den Eindruck, dass Kommunisten so ein bisschen der Humor fehlt und versuchen so ein bisschen Content auch zu produzieren, der ein bisschen lockerer ist, sozusagen als Türöffner, um dann ins Gespräch zu kommen. Hätte noch was vergessen. Ja, also als wir anfingen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, es gibt überhaupt keinen organisationsunabhängigen kommunistischen Podcast. Hat sich ja gründlich geändert die letzten Jahre. Ist ja eine tolle Entwicklung. Und genau, ja, soweit vielleicht erstmal. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem dritten Gast. Genau, für Perspektive Online. Ihr gebt ja seit 2017 eure Online-Zeitung raus. Ihr habt ja auch eine Print-Zeitung. Genau, wen erreicht ihr denn damit und lesen die Leute heute? Also, wenn wir uns hier umsehen, haben wir ansonsten vor allen Dingen Medienprojekte. Das heißt, die vielleicht spannende Frage bei euch ist, lesen die Leute überhaupt noch Zeitung? Warum ein Zeitungsprojekt? Genau, danke auch von mir für die Einladung hier zur Klassenkampfkonferenz. In der Vorstellung ist es auch schon ein bisschen angeklungen. Wir verstehen uns als Massenmedium aus der Arbeiterinnenklasse für die Arbeiterinnenklasse. Wir bringen noch Papierzeitung raus, aber wir haben auch noch mehr als das. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen versuchen, das so zu umreißen und ein bisschen den Überblick dazu zu geben. Einerseits haben wir ein Online-Nachrichtenportal, auf dem mittlerweile seit 7 Jahren täglich mindestens 3 Artikel erscheinen. Auf der einen Seite Nachrichten und auf der anderen Seite Kommentare, aber auch so Sachen wie Interviews und so weiter. Und das nächste große Standbein ist dann natürlich die schon angesprochene Printzeitung. Die erscheint einmal im Monat und das war in den ersten 5 Jahren unserer Gründung, seit 2017, war das noch recht amateurhaft auf A3-Papier so ein bisschen zusammengetackert. Seit 2 Jahren gibt es hier aber auch ganz klassisch im Papierformat. Seit Anfang des Jahres sogar auf 8 Seiten. Die erscheinen wie gesagt monatlich und wichtig ist uns dabei halt auch zu sagen, dass wir die auch aktiv verteilen, die es also nicht nur irgendwie in linken Zentren zu verteilen gibt oder man die sich bestellt, sondern dass wir auch aktiv auf Leute zugehen, um so ja, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen darüber. Und abgesehen von diesen beiden Teilpunkten haben wir auch noch eine mittlerweile recht ausgefeilte Social-Media-Präsenz, wie vielleicht einige wissen. Wir haben Instagram, man erhält unsere Nachrichten aber auch über Mastodon, X, Telegram und so weiter. Und in der letzten Zeit versuchen wir uns so ein bisschen da auch so neue Gebiete zu erschließen. Es gibt seit kurzem so tolle Infografiken auf unserer Insta-Seite, aber auch in Zukunft wollen wir uns so ein bisschen mehr mit Videoformaten und so auseinandersetzen, einfach weil es natürlich notwendig ist, auch sein Angebot sozusagen zu vervielfältigen. Letztlich veröffentlichen wir auf all diesen Kanälen aber alles Mögliche. Zum Beispiel eine Kurznachricht zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft, vielleicht mal einen Kommentar zur Klimakrise im Kapitalismus, eine Infografik zu Femiziden und patriarchaler Gewalt in Deutschland, ein Interview mit von Repressionen betroffenen AntifaschistInnen, eine Rezension zu einem Film über die Nakba und so weiter und so fort. Wenn wir uns als Massenmedium verstehen, dann haben wir natürlich auch den Anspruch, über unsere Klasse in all ihrer Vielfalt zu berichten und uns nicht etwa nur auf einen Themenbereich zu fokussieren. In den jeweiligen Bereichen haben wir dann auch unsere eigenen Redaktionen und auch teils eigene Ziele. Am Ende eint uns aber, dass wir aktuelle Nachrichten und Kommentare verbreiten wollen, welche aus Sicht der Arbeiterinnenklasse geschrieben sind. Als Perspektive gehen wir am Ende ja auch, wie ich schätze mal viele andere Leute in diesem Raum davon aus, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und ja, damit resultiert auch irgendwie eine politische Linie, die wir nach außen vertreten. Wir sind nämlich nicht einfach neutral, sondern ergreifen letztlich Partei für alle Ausgebeuteten und Unterdrückten in dieser Welt. Und wenn wir aus Sicht ihrer Interessen schreiben, dann ist es das, was wir mit objektiven Nachrichten und revolutionären Kommentaren meinen. Genau, dann würde ich nochmal fix kurz zum Punkt Online etwas sagen, bevor wir nochmal mehr über die Printzeitung sprechen können.
Genau, ne? Das Online-Angebot ist täglich erreichbar, da gibt es Artikel. Wir haben so im Schnitt 500.000 Klicks im Jahr. Das bedeutet so die 1.000 bis 1.500 Klicks am Tag, nur um sich das mal so zu verdeutlichen. Die Reichweite der Artikel schwankt letztlich, ein Großteil halt so im mittleren dreistelligen Bereich, aber auch immer wieder sehen wir, wie manche Artikel ja, viral gehen und dann auch um die 10.000 Aufrufe bekommen. Und da gibt es so, ja, ich glaube, was so in den letzten Jahren so Themen waren, die immer mal wieder besonders Bekanntheit erlangt haben, waren so Sachen um Polizeigewalt oder Repression in der politischen Widerstandsbewegung und auf der anderen Seite ja sehr spezifische Kämpfe aus der Arbeiterinnenklasse, also wenn es so um Jobverlust, Diskriminierung am Arbeitsplatz und so weiter, also sehr alltägliche Probleme, die, glaube ich, viele von uns kennen, geht. Und das unterstreicht halt letztlich nochmal so ein bisschen unsere Zielgruppe, weil einerseits natürlich richten wir uns an die Linke bzw. die politische Widerstandsbewegung, andererseits wollen wir aber auch sehr viel Raum geben für die Kämpfe, die unsere Klasse letztlich tagtäglich führt. Und dabei bekommen wir auch immer wieder Kommentare, Leserbriefe oder manchmal böse, manchmal auch liebe Schreiben von Anwälten, die letztlich zeigen, dass wir auch weit über die sogenannte linke Bubble halt Leute erreichen, was uns natürlich da auch Mut gibt, weiterzumachen. Und genau, die Online-Angebote erfahren natürlich in Zeiten des Internets über kurz oder lang eine wichtigere Bedeutung als die klassischen Medien, aber dazu wollen wir vielleicht auch nochmal zwei Sachen unterstreichen, warum es für uns so wichtig ist, halt trotzdem noch irgendwie ja, das Papier zu verteilen. Und zwar, ja, wie ihr schon erwähnt hattet, 99:1, also in Zeiten starker Repression ist es den Herrschenden halt möglich, unsere ja, Möglichkeiten, die wir im Internet haben, stark einzuschränken. Das sieht man mittlerweile auf Insta immer wieder durch Shadowbans oder gleich direkte Zensur oder Verbote von Angeboten und so weiter, weswegen uns einfach aus dem Grund schon nicht nur aufs Internet fokussieren können. Das macht langfristig gar keinen Sinn. Und andererseits sind natürlich auch nicht alle Menschen in diesem Land so im Internet unterwegs, wie es vielleicht viele von uns sind. Genau, und unser Anspruch ist es, alle zu erreichen, deswegen müssen wir das auch so in die Tat umsetzen. Und darüber hinaus haben wir als Perspektive natürlich auch den Anspruch, ein Instrument für eine kommende klassenkämpferische Arbeiterinnenbewegung zu sein, um direkt da auch in Kontakt mit unseren Klassengeschwistern zu kommen. Aber dafür, wie ich es schon erwähnt hatte, müssen wir halt aktiv auf die Leute zugehen und persönlichen Kontakt suchen, um uns tatsächlich zu verankern. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute einfach in Massen auf uns zuströmen und uns die Zeitung aus den Händen reißen. Und genau, deswegen machen wir diese Printzeitung. Die muss unserer Meinung nach zumindest aktuell noch kostenlos sein. Und ja, wir wollen halt, dass möglichst viele diese auch niedrigschwellig bekommen. Deswegen vielleicht noch kurz zu der Frage, wie wir die verteilen. Also wir haben eine Printredaktion, da sind 4 Leute drin und dann noch eine Online-Redaktion, wo ich zum Beispiel aktiv bin. Das sind so 6 Personen. Und alles in allem machen viele von uns auch, sind nebenbei in der politischen Arbeit tätig. Und dazu kommen auch nochmal die KorrespondentInnen, die tagtäglich die Artikel schreiben. Und damit sind wir, plus die, die hin und wieder mal was schreiben, so um die 50 Leute in unserem Team. Wir wachsen natürlich stetig, und aber auch damit erreichen wir nicht das gesamte Land. Und wir müssen ja irgendwie trotzdem noch jeden Monat 4.000 Zeitungen verteilen. Weswegen wir da natürlich auch den Kontakt zur Organisation suchen, um letztlich diese Verbreitung besser zu ermöglichen. Das ist kein großes Geheimnis. Die Zeitung wird zum Beispiel von der Föderation Klassenkämpferischer Organisation aktiv verwendet. Und genau, für uns ist an der Stelle halt einfach klar zu betonen, dass wir als linkes Medienangebot uns nicht einfach, ja, gestützt auf eine Website und ein bisschen Papier darauf verlassen können, dass wir irgendwann mal Kapitalismus und Patriarchat überwinden. Es braucht halt eine Verbindung zur alltäglichen Praxis. Und ja, die in der FKO organisierten Strukturen arbeiten dabei jeweils in der Schule, in der Uni, im Stadtteil oder im Betrieb und so weiter. Und ja, die Leute, mit denen sie eh tagtäglich Zeit verbringen, denen können sie dann halt auch noch so eine Zeitung in die Hand drücken, mit denen politisch diskutieren und über, ja, den politischen Alltag ins Gespräch kommen. Und damit sehen wir uns als Perspektive nicht nur als kollektiven Aufklärer, sondern letztlich auch als kollektiven Organisator. Und andererseits sieht man uns auch immer wieder auf Demonstrationen. Das ist natürlich für ohnehin schon politisierte Menschen interessant, aber auch so, wenn es zum Beispiel um die Berichterstattung über Streiks geht. Ich glaube, da haben die meisten ArbeiterInnen nicht so Bock drauf, so wie in der Zeit ständig zu hören, dass ihre Streiks nicht legitim sind. Und deswegen versuchen wir natürlich auch da einen klaren Standpunkt zu vertreten. Besonders da ist es für uns interessant, dass wir von mehr und mehr Leuten gehört haben, dass sie sich tatsächlich organisieren, weil sie von Perspektive hören und nicht andersrum. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für uns, dass diese Medien eine unfassbare Bedeutung haben.
Und genau, wir sind auch in den Online-Angeboten aktiv. Aber ja, da werden wir ja sicherlich gleich noch viel darüber reden. Deswegen so viel erstmal zu uns. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt als allerletztes zur Klassenbildung, bevor wir uns der Diskussion um die allgemeinen Fragen widmen. Genau, neben dieser Konferenz gibt es ja auf der Homepage auch ein breites Angebot an Bildungsmaterialien, an Videos, Podcasts, aber auch zum Beispiel Kunst und Kultur. Das sind ja eigentlich sehr verschiedene Sachen, dann auch noch Texte. Also ist vielleicht so ein bisschen die Frage, an wen richtet sich eigentlich dieses Angebot? Ja, ich muss mich ja jetzt zum Glück nicht für die Einladung bedanken, wir haben uns ja einfach frecherweise selbst hier auf dieses Podium gesetzt, aber als ja natürlich auch revolutionäres Bildungs- und Medienprojekt macht es natürlich auch Sinn, dass wir hier mit euch gemeinsam mitdiskutieren und ja, wie gesagt, wir haben verschiedene Angebote, die sich aber grundsätzlich, würden wir sagen, eben schon an ja, Menschen richten, die ja ein gewisses Interesse am Kommunismus haben, die schon in Berührung gekommen sind, vielleicht mit klassenkämpferischen Ideen, die schon mal von Sozialismus gehört haben und nicht sofort Angst bekommen haben. Und dementsprechend haben wir auch eben eine klare marxistisch-leninistische Ausrichtung in unseren, ja, zum Beispiel theoretischen Texten, aber auch in unserer Kunst und Kultur versuchen wir, dies eben nicht losgelöst einfach zu produzieren, sondern auch eben mit diesem Klassenstandpunkt, einem Standpunkt der Arbeiterklasse zu verbinden. Dabei ist es uns auch besonders wichtig, dass alle Angebote, die wir machen, klar und verständlich sind, denn das war etwas, was uns eben aufgefallen ist, was ich auch schon in der Einleitung betont hatte, dass es eben ja, im Jahr 2020 wir auch die ja, Situation vorgefunden haben, dass eben so ein Angebot, wie wir uns das vorgestellt haben, was wir vielleicht auch eben in unserer Arbeit ja, selber brauchten, gesehen haben, okay, das gibt es halt noch nicht und wir können einfach nicht weiter darauf warten, dass andere Leute irgendwann anfangen, dieses Angebot zu schaffen, sondern dass wir das selber in die Hand nehmen mussten. Genau, mit diesem Angebot wollen wir eben auch verschiedene Bedürfnisse erfüllen. Denn es ist ganz klar, es gibt nicht die eine perfekte Bildungsmethode, zum Beispiel für Menschen, die ganz unterschiedlich aufgewachsen sind, die vielleicht ganz unterschiedliche Lebenserfahrungen gesammelt haben. Die einen waren an der Universität und können lange Texte lesen, die anderen haben vielleicht eher Probleme damit, können besser mit kurzen Videos lernen, die einen hören lieber Podcasts, die anderen schreiben gerne Gedichte. Und genau, damit wollen wir eben auch ja, diesen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden. Außerdem ist ganz klar, dass natürlich auch vor allem Kunst und Kultur nochmal eine ganz andere Ebene auch anspricht, dass eben, ja, wie der Genosse von Kommunistenkneipe gesagt hat, wir wollen auch Leute mit unseren Argumenten überzeugen, aber es ist auch klar, wir müssen auch die Gefühle von Menschen ansprechen, wenn wir sie tatsächlich dafür begeistern wollen, einen großen Teil ihrer Zeit zum Beispiel aufzuwenden, um in diesem Land etwas zu verändern. Und wir denken, dass man das eben auch nicht gegeneinander diskutieren darf, sondern dass diese Dinge alle zusammengehören. Und nur wenn wir sowohl das Denken als auch das Fühlen der Menschen beeinflussen, wir sie auch eben zum Handeln bringen können. Genau, in Zukunft wollen wir dieses Angebot auch noch weiter ausbauen. Also wir sind ja jetzt nach ja, 4 Jahren noch lange nicht am Ende angekommen. Wobei man aber eben auch sagen muss, dass unser Angebot begrenzt bleiben muss, solange oder gerade weil vielleicht auch wir eben alle KommunistInnen sind, die bei Klassenbildung aktiv sind und Klassenbildung aber auch nicht als unser einziges Arbeitsfeld oder unsere einzige Arbeit begreifen, sondern auch eben wissen, dass es nicht ausreicht, ja, Texte zu schreiben, Videos zu drehen, sondern man eben zum Beispiel auch ganz konkret auf der Straße stehen muss und dementsprechend, sind da auch die Möglichkeiten, die wir haben, dementsprechend bestimmte Grenzen gesetzt. Aber wir bemühen uns trotzdem immer weiter, nicht nur die Quantität zu erhöhen unserer Beiträge, sondern auch die Qualität. Außerdem wollen wir eben auch mit diesem breiten Angebot die verschiedenen Fähigkeiten und Talente, die unsere Genossen und Genossinnen mitbringen, die ja ganz verschiedenen auch Interessen und vielleicht auch Hobbys, die Leute erstmal einfach so mitbringen, zu nutzen.
Denn ja, wenn eine Person eben zum Beispiel ein Instrument spielen kann, warum soll das nicht auch seinen Platz finden? Warum ist das nicht genauso ein Mittel, Agitation und Propaganda zu betreiben, wie gute Texte zu schreiben? Und dementsprechend wollen wir den Raum, die ja, wie Menschen eben auch zur revolutionären Bewegung etwas beitragen können, dementsprechend erweitern. Und ja, auch diese Dinge eben nicht mehr so als getrennte Sachen voneinander begreifen. Also zum Beispiel, wir kennen das von vielen Leuten, die eben gerne Kunst betreiben, die gerne etwas zeichnen, die gerne Gedichte schreiben, die vielleicht auch eigene Lieder schreiben, dass dies oft in der ja, politischen Bewegung so etwas ist, was Leute vielleicht dann aufhören zu machen, weil sie so viel politische Arbeit machen. Aber wir würden eher sagen, nein, genau das können wir auch nutzen, um Leute dafür zu begeistern. Wir können Kunst schaffen, wir können Lieder schaffen, die andere Menschen auch für unsere Ziele begeistern. Dabei wollen wir anknüpfen an ja, einerseits Tradition der Arbeiter- und kommunistischen Bewegung in Deutschland, aber auch eben ganz neue Dinge schafften, Dinge, die mehr ins 21. Jahrhundert gehören, könnte man auch sagen. Genau. Und ja, so viel erstmal vielleicht zu uns. Jetzt, okay. Gut, vielen Dank. Dann haben wir jetzt, glaube ich, erstmal ganz gut was erfahren über die vier Projekte, die wir hier vor uns sitzen haben. Wir wollen natürlich aber auch, dass ihr noch mal ein bisschen Gelegenheit kommt, miteinander zu diskutieren. Deshalb haben wir noch andere Fragen mitgebracht. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt einmal die Frage nenne und ihr dann alle nacheinander was sagen könnt. Von mir aus können wir gerne bei dir anfangen, Anton, und dann einmal durchgehen. Und danach könnt ihr halt miteinander darüber diskutieren, dass wir alle halt einmal so ein bisschen hören. Genau, und dann schauen, was ihr euch so gegenseitig zu erzählen habt. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir euch gerne fragen würden, welche Rolle spielen denn heute moderne, digitale Formate im Klassenkampf? Und können sie tatsächlich etwas erreichen oder sind sie ja nicht mehr so eine Feierabendberieselung des eigenen Klientels? Also genau, erreicht man damit überhaupt Leute über sich selber hinaus? Ein bisschen, glaube ich, wurden diese Fragen angeschnitten in manchen eurer Anfangsbeiträge, aber ich glaube, wir haben jetzt schon noch mal Möglichkeit, dass ihr vielleicht miteinander darüber auch ein bisschen mehr in Diskussionen kommen könnt. Ja, danke schön nochmal. Zu den Klassenkämpfen. Karl Marx hat im Manifest der Kommunistischen Partei geschrieben, dass die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften die Geschichte von Klassenkämpfen ist. Und dann hat er eben dargestellt, wie es der Kampf zwischen Unterdrücker und Unterdrückten ist und wie dieser Gegensatz mal versteckt ausgefochten wird und mal offen zutage tritt. Diese Möglichkeiten zu revolutionären Umgestaltungen von Gesellschaften, der Übergang von einem Gesellschaftssystem in ein anderes Gesellschaftssystem ist ja, was wir anstreben, wenn wir den Kommunismus wollen. Wenn wir uns selber von der ja, Ausbeutung unserer wahren Arbeitskraft befreien wollen, wenn wir uns auch von anderen Formen der Unterdrückung befreien wollen. Seitdem Marx damals dieses Gespenst des Kommunismus in die Welt gesetzt hat und die Bourgeoisie zum Zittern gebracht hat, hat sich vieles geändert, aber eines ist gleich geblieben. Die Logik, mit der das Kapital sich selbst unendlich reproduziert. Und seitdem ja, ist ja nicht nur das Internet entstanden, sondern auch der bürgerliche Staat, Monarchien wurden gestürzt und bürgerliche Demokratien eingeführt. Was wir im Internet machen, ist, glaube ich, nur ein klitzekleiner Aspekt. Aber viel wichtiger wäre es zu begreifen, was sich seitdem insgesamt in der Gesellschaft verändert hat. Und das in dem Internet ist nur so ein nebensächlicher Aspekt. Denn es waren bürgerliche Staaten, die den Kapitalismus in der ganzen Welt jetzt umgesetzt haben. Die ganze Welt produziert für den Weltmarkt. Und es ist genau dieser bürgerliche Staat, der diese so brutalen Widersprüche zwischen Arbeit und Kapital versucht einzuhegen. Es sind ja, Gesetze dieses Staates, es ist die Polizei, es sind Gerichte, die Klassenkämpfe unterdrücken. Immer dann, wenn ein Streik wild ausbricht, immer dann, wenn ein Streik über einen Sektor in ein ganzes Land ausbricht und einen politischen Charakter annimmt, einen Generalstreik, dann kommen die Gelben, dann kommen die Faschisten, dann werden die Streiks niedergeknüppelt, dann kommt die Repression und dann erhebt sich der Staat über sich selbst, bricht seine eigenen liberalen Regeln und zeigt sein wahres Gesicht. Dann wird er bonapartistisch oder faschistisch, dann wird er repressiv. Und
diese repressive Rolle des Staates ist es eben historisch immer gewesen, die die Klassenkämpfe liquidiert hat. Aber das hat nicht immer so geklappt. In Fällen wie der Russischen Revolution waren Revolutionärinnen erfolgreich und dementsprechend gibt es da sicher viel zu lernen. Also, weil ich zum Ende kommen soll, vorhin war ich ja leider ein bisschen kürzer, vielleicht könnt ihr tolerant sein. Ich glaube, es ist eben sehr wichtig, dass wir uns überlegen, was die BRD für ein Staat ist. Sie garantiert Privateigentum, die Vertragsfreiheit im BGB ist mit dem Sozialstaat, der die ganzen gesellschaftlichen Kosten, all das Leid der industriellen Reservearmee eben betreut, da um die Land und Leute nutzbar zu machen. Und der Krieg ist dann nur sozusagen die letzte Konsequenz der Staatslogik der BRD. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass man sich keine Illusionen in den Staat macht, dass man einen klaren Staatsbegriff definiert und dass eben dieses instrumentelle Denken, der Staat müsse jetzt für Gerechtigkeit für mich sorgen, wenn mir irgendwer was getan hat, oder der müsse auch für soziale Gerechtigkeit sorgen, der müsse jetzt sozial sein. Nationalisten sagen dann, der müsse für Deutsche da sein. Dass man diesem Denken nicht auf den Leim geht, sondern wirklich sich systematisch anschaut, was der Staat ist und dann eben auch eine Systemkritik macht. Weil eben dieses individualistische, instrumentelle Denken, dieser Moralismus, kollektives Handeln und echte Systemkritik verhindert. Was wir online machen, ist einfach nur diesen Diskussionsprozess anregen, Argumente austauschen darüber und vielleicht auch Leute mal emotional ein bisschen mitnehmen. Es freut mich sehr, dass viele Pali-Solidarische hier sind. Ich sehe die ganzen Schals. Gerade am Nahostkonflikt sieht man ja, wie sehr der Staat repressiv wird, wenn es eben gegen seine Interessen geht und dass er dann eben die Meinungsfreiheit einschränkt. Also, hört man mich? Ja. Okay, ich stelle mir den Applaus vor danach oder auch nicht. Ja, also ich glaube auch, um eine Sache zu sagen, die richtige Staatstheorie, die ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, das wäre auch nochmal eine Debatte wert, welche das denn ist. Daraus leitet sich nämlich viel ab. Aber vielleicht erstmal zur Frage. Ich möchte das unterstützen, was der Genosse von Klassenbildung gesagt hat. Ich glaube, es wird teilweise unterschätzt, wie Bewusstsein sich entwickelt, wie Zugänge zu fortschrittlichen Ideen oder bestenfalls dann irgendwann auch kommunistischen Ideen sich entwickeln. Es mag so Leute geben, die sich nur über richtige oder falsche Gedanken oder über Argumente politisieren, aber vieles läuft ja auch erstmal im Sinne von so Transmissionsriemen über Gefühle, über Musik, über eine Widerspruchserfahrung, die man nicht so ganz fassen kann. Insofern ist das, glaube ich, ein wichtiger Teil, den wir vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr berücksichtigen gerade. Also interessanter Punkt. Ja, und zum Thema Feierabendbrieselung, das kam ja vor in der Frage. Also ich bin ja schon froh, wenn Leute jetzt nicht nur, also erstmal bin ich froh, wenn Leute jetzt nicht nur Temptation Island oder Promis unter Palmen oder irgendwie sowas gucken, dann doch lieber mal Kommunistenkneipe, und das alleine reicht natürlich aber nicht. Ich glaube aber auch, dass die Frage ein bisschen von einer, vielleicht ein bisschen von einem Vorurteil ausgeht oder einer falschen Gegenüberstellung, also hier die Praxis auf der Straße im Sinne von Demos, Streiks, Bündnisarbeit oder was auch immer, Bildungsarbeit, und da das passive Konsumieren, tatsächlich greifen diese Kämpfe ja mittlerweile ineinander. Also zum Beispiel jetzt beim Thema Palästina, ich freue mich auch über die vielen Schals, wenn wir da ganz aktiv eine Folge machen zu Solidarität gegen Solidarität für Menschen, die von Repressionen betroffen sind, dann ist das ja ein Eingreifen, ich setze mich so, ne? Dann ist das ja ein Eingreifen in konkrete Kämpfe. Also das ist heute ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ich muss auch sagen, ohne das gering zu schätzen, so eine Veranstaltung wie hier ist unglaublich wichtig und die ist auch nicht digitalisierbar. Also der Kontakt, der direkte Kontakt, die Gespräche zwischendurch, eine Atmosphäre spüren, alles wichtig. Aber ich habe auch häufig schon die Erfahrung gemacht, wenn ich Veranstaltungen organisiert habe, wo kommen dann irgendwie 12 Leute, die Hälfte sind aus der eigenen Gruppe, 2 neue Gesichter, die dann nicht wiederkommen. Das ist ja nichts, was gegenübersteht, aber man kann teilweise mit Social Media oder so Podcast-Formaten sehr viele Leute erreichen. Man darf auch nicht unterschätzen, dass es neben allen Schwächen, die es gibt, auch ein Türöffner sein kann, denn es gibt auch, also nicht alle Leute wohnen in Großstädten, wie wir viele wahrscheinlich, Hamburg, Köln, Berlin, München oder so, sondern es gibt auch Leute auf dem Land, die nicht so eben mal Kontakt zu linken Organisationen führen können, und für die ist das wirklich eine gute Möglichkeit. Und manche trauen sich auch nicht, irgendwo hinzugehen, weil wir doch, auch aufgrund des ganzen Antikommunismus, glaube ich, schon manchmal als abseitig wahrgenommen werden. Und das kann Türöffner sein.
Ja, genau. Ich habe jetzt tatsächlich, das war mir vorher auch nicht so klar, mehrfach gehört, also in so Nachrichten oder so, dass Leute sich sogar letzten Jahre über, ich bin gleich fertig, über Podcasts sogar politisiert haben. Also als ich angefangen habe, gab es das gar nicht irgendwie und scheint also ein Türöffner zu sein. Also mein Punkt wäre, es ist wichtig, dass diese Kämpfe ineinander greifen und dass es natürlich nicht getrennt stattfindet. Ich glaube aber, keiner, der hier sitzt, macht nichts auf der Straße oder irgendwie macht, sagt irgendwie, es würde reichen, wenn man jetzt, was weiß ich, ein Biertelefon hat führt und da lustige Sachen erzählt oder so. Ja, so. Gut, dann würde ich mal weitermachen. Genau, vielleicht wäre es interessant, kurz darüber zu sprechen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben in dem Klassenkampf, weil der wird ja nicht nur von unten geführt, sondern medial auch von oben. Und das sehen wir zum Beispiel bei der Monopolpresse, die in den Händen weniger großer Medienkonzerne liegt. Das sehen wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Staatsfunk. Das sehen wir insbesondere bei den faschistischen Alternativmedien, aber das sehen wir am Ende auch bei selbsternannten linken Tageszeitungen wie der Taz, aber am Ende auch bei der Jungen Welt oder dem Neuen Deutschland. Der springende Punkt ist, dass sie letztlich das veröffentlichen, was gerade Klicks bringt und naja, letztlich arbeiten sie profitorientiert, sie fügen sich der Logik des Markts. Und das sieht man, wie gesagt, eben auch bei Medien wie den Neuen Deutschland oder der Jungen Welt, die halt in dem Sinne keine klare Linie vertreten, sondern sich zum Beispiel an alten Traditionen der Linken festklammern oder eben an der Linkspartei. Da ist natürlich die Faschistinnen in der Medien nochmal besonders zu nennen, besonders was das Online-Gebiet betrifft. Da hat jetzt ja auch der Herr Kra von der AfD so eine ganze TikTok-Guerilla um sich aufgebaut, so nennt er es zumindest. Und das zeigt natürlich auch Wirkung. Ne? Immer mehr Jugendliche wird das halt reingespült auf ihre For You-Page und da müssen wir natürlich klar was entgegensetzen. Genau. Letztlich ist aber unser springender Punkt, wir sehen, dass keines dieser Medienangebote die Interessen der arbeitenden Klasse oder der revolutionären Bewegung konsequent verfolgt. Das bedeutet, dass wir nicht einfach, keine Ahnung, massenhaft im Neuen Deutschland jetzt coole Artikel schreiben können und dann ändert sich schon was, sondern wir müssen diese Medienangebote eben selbst schaffen. Und aus diesem Selbstverständnis wurde ja letztlich auch die Perspektive gegründet. Und genau, wir fokussieren uns eben auch auf Social Media, weil auch da wir diesen Raum nicht den FaschistInnen, aber genauso wenig der Sozialdemokratie oder sonst noch wem dieses Feld einfach überlassen können. Dabei ist am Ende aber klar, dass Social Media und Internet zwar ein heftig umkämpftes Gebiet sind, vor allem weil wir sehen, dass es einerseits uns manchmal recht schnell und mit wenig Aufwand gelingt, Zehntausende zu erreichen und das ist uns auch selbst immer wieder gelungen. Wir können aber auch sehen, dass so internationale Protestbewegungen letztlich auch sehr viel durch den digitalen Raum befeuert wurden. Wir erinnern uns einfach an den Mord an George Floyd, wo natürlich auch die Verbreitung des furchtbaren Videos dazu geführt hat, dass die Black Lives Matter-Bewegung auch über die USA hinaus riesige Wellen geschlagen hat. Aber auch das aktuelle Vorgehen in den USA gegen TikTok hängt ja am Ende neben geostrategischen Erwägungen gegen den Feind China unter anderem auch damit zusammen, dass pro-palästinensische Positionen dort massiv verbreitet sind und die Diskussion prägen. Letztlich müssen wir feststellen, ja, der digitale Raum ist halt ein Feld des Klassenkampfs, aber halt auch nicht alles. Deswegen natürlich entfalten wir dort unsere Arbeit. Aber am Ende, ja, verpufft es in Luft, wenn wir das nicht in Verbindung mit den Menschen und der Organisierung machen. Und ja, da ist die Frage natürlich auch ein bisschen mit der Feierabendberieselung des eigenen Klientels provokant gestellt. Aber auch da ist es natürlich wichtig zu sagen, dass es für uns als politisch aktive Menschen unfassbar wichtig ist, Tag für Tag halt einfach Nachrichten zu halten, die einen Klassenstandpunkt haben und uns nicht aus Tagesschau immer irgendwas rauszufiltern und den bürgerlichen Scheiß dann irgendwie beiseite zu lassen, weil das ist gar nicht so einfach. Ja, ich würde vielleicht direkt anknüpfen an das, was der Genosse jetzt gesagt hat, weil ich würde auch einfach sagen, dass ja, digitale Formate heute einfach dazugehören. Also es wäre vollkommen absurd, wenn Kommunistinnen oder Revolutionären im 21. Jahrhundert heute sagen würden, nee, das fassen wir nicht an, Lenin hatte auch keine Webseite, deswegen machen wir das nicht. Und ich glaube, es kommt halt vor allem darauf an, auch dieses Mittel eben richtig zu nutzen. Genauso wie es darum geht, ja, oder auch als Leute vielleicht noch wirklich jeden Tag zum Frühstück erstmal Tageszeitung aufgeschlagen haben, auch da konntest du nicht einfach eine Tageszeitung machen und die Leute haben es gelesen. Auch dort mussten sich die Menschen Gedanken machen, wie gestalten wir das ansprechend, wie verbinden wir zum Beispiel Form und Inhalt so, dass ja, vor allem der Inhalt verstärkt wird, dass Leute daran ein Interesse haben, dass es tatsächlich etwas vermittelt.
Und auch wenn der digitale Raum in dem Sinne noch Besonderheiten hat, besondere Tücken vielleicht auch bietet, auch ja, in dem Sinne auch gewisse Sicherheitsrisiken, wie auch der Genosse von 99.1, glaube ich, auch schon angesprochen hat, mit sich bringt, wo natürlich, wenn massenhaft Daten gesammelt werden, auch das etwas ist, was wir als Revolutionären, die sich eben im Widerspruch auch zur Staatsgewalt befinden, mit einbeziehen müssen, dass alles, was wir einmal ins Internet hinausposaunen, im Zweifelsfall ja auch gegen uns verwendet werden kann. Jedes Video, was von einer Demonstration online ist, wo eine Straftat begangen wird, nutzt die Polizei und so weiter. Aber gleichzeitig auch das, was Konstantin gerade meinte, kann auch dazu führen, dass es eben um die Welt geht, dass die Ungerechtigkeiten, die tagtäglich in allen Winkeln der Erde geschehen, eben eine selbst viel größere Anzahl an Menschen erreicht. Und allein schon, ja, sag ich mal, mit dem Vietnamkrieg war das ja schon so, dass die Bilder dort um die Welt gingen und die Antikriegsbewegung befeuert haben. Heute die Palästina-Solidarische Bewegung auch massenhaft digitale Medien nutzt und dort, glaube ich, auch ja, bestimmte Erfolge, gerade durch diese moderne Art auch von Agitation und Propaganda, Erfolg hat. Und dementsprechend würde ich auch zu dem zweiten Teil der Frage sagen, Feierabendberieselung ist es, glaube ich, vor allem für uns als schon politisch aktive Menschen, wenn wir diese Medien in dem Sinne nutzen, einfach zur Selbstbespaßung. Wenn wir uns einfach einen Podcast reinziehen, weil wir selber sagen, ach, ich habe irgendwie Lust, jetzt mich hin auf die Couch schauen und mir irgendwas anzuhören, aber ich will dem irgendwie selber einen politischen Anspruch geben und dann fühle ich mich besser. Dann könnte ich auch Netflix gucken, wenn ich eh nicht zuhöre, was die Person da gerade erzählt. Deswegen würde ich da vielleicht einen Unterschied machen. Okay, dann habt ihr jetzt alle einmal was gesagt. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage, ob jemand von euch Interesse hat, noch was weiter auszuführen oder vielleicht auf was zu reagieren. Dann hättet ihr jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Gut, dann können wir uns auch direkt der zweiten Frage widmen. Möchtest du? Du darfst. Nee, ihr könnt auch gerne. Ja. Okay, die zweite Frage zu... Ach so, sorry, du willst direkt mit der zweiten Frage anfangen. Ja, das habe ich natürlich nicht verstanden, aber das können wir trotzdem gerne machen. Ich stelle die aber nochmal vor, damit alle wissen, worum es geht, weil ich glaube, die Leute, die hier sitzen, wissen das leider noch gar nicht. Genau, wir haben noch eine zweite Frage vorbereitet. Und zwar wollen wir gerne wissen von unseren Gästen, wie können linke und revolutionäre Medien perspektivisch der Rechtsentwicklung und der Medienhetze etwas entgegenstellen? Und wie können diese Medien gesellschaftlich relevant werden? Genau, dazu darfst du dann auch jetzt gerne starten, Anton. Ja, es wurde jetzt gerade eben einiges gesagt, dem ich nur so zustimmen kann, eben was die Politisierung von Menschen angeht und unsere Rolle jetzt so als kommunistische Podcaster. Ja, Medienhetze ist eine Sache und eine andere Sache ist dieser Rechtsruck oder die drohende Faschisierung. Ich glaube, seit dem Aufkommen der AfD reicht die bisherige antifaschistische Praxis leider nicht mehr, einfach weil, ja, die AfD als rechtsextreme Partei jetzt in den Institutionen drin ist, riesige Geldressourcen bekommt und dementsprechend nicht mehr nur vom Rest der Bevölkerung getrennt werden kann, sondern immer anschlussfähiger auf kurz oder lang gehen wird. Es ist leider ein Defensivkampf. Interviews wie dieses furchtbare Interview von Thilo Jung mit dem AfD-Spitzenkandidaten zur Europawahl haben gezeigt, wie inhaltlich nackt das liberale Zentrum gegen Rechtsextreme dasteht. Der hat einfach nur moralisch rumgeheult, wie scheiße die sind, wollte beweisen, dass das ein schlechter Patriot ist, ein Korrupter, wollte beweisen, dass der Typ irgendwie hier ein Nazi ist, aber hat einfach inhaltlich diesem AfD-Politiker sonst nichts entgegensetzen können. Er hat keine Kritik an seinem falschen Geschichtsbild, seinem Nationalismus, seinem Bild, was ein guter Deutscher ist, und so weiter machen können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, zusätzlich von Nazis schlagen, auch sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen mit diesem Phänomen und das zu widerlegen, den Leuten zu erklären, was das ist und auch was das für sie bedeutet. Und glaubt mir, dann werden sie schon dagegen sein, wenn sie es verstanden haben. Dieses Selbstbewusstsein brauchen wir und da hilft nur eine gute Bildung. Andererseits zur Medienhetze. Ja, also wenn wir halt eine Feindschaft mit dem Kapitalismus eingehen, dann werden wir halt keine
kein Geld vom Staat dafür bekommen und werden halt auch nicht in den großen privaten Medien groß gefeatured. Vielleicht schafft es mal ab und zu wer so als Einzelperson rein, aber dann ist der Anpassungsdruck schon auch ziemlich groß. Von dem her, ja, sollten wir uns da keine Illusionen machen, sondern lieber eigene Reichweite aufbauen, eigene Projekte aufbauen, eigene Organisationen aufbauen, die langfristig, nachhaltig und unabhängig vom Staat agieren. Und ich denke, damit können wir am besten fahren. Zu den Medien sei so viel gesagt, die sind ja die vierte Gewalt. Und dieses Wort so aus dem Gemeinschaftskundeunterricht trifft es auch gut, weil sie sind Staatsgewalt. Sie sind immer konstruktiv in ihrer Kritik zu den Herrschenden. Sie sind nie prinzipiell kritisch gegenüber dem System. Und dementsprechend, ja, agieren sie zwar im Rahmen der staatlich garantierten Meinungsfreiheit, aber allein der Fakt, dass es der Staat ist, der die Meinungsfreiheit im Rahmen des Grundgesetzes garantiert und definiert, das zeigt doch eben, dass das Grundgesetz diese Meinungsfreiheit auch wieder einschränkt. Und jetzt, während dem Ukraine-Krieg, aber noch viel mehr beim Nahostkonflikt, hat man doch gesehen, wie diese Meinungsfreiheit auch mal ganz schnell wieder weg ist. Da werden Parolen verboten. Die Meinungsfreiheit ist eine Farce und ist vor allem eine Meinungsfreiheit der Herrschenden, es sei denn, man nimmt sie sich einfach. Das war's. Dankeschön. Okay. Ja, ich kann mich eigentlich anschließen von dem, was du sagst. Gar keine Frage. Ja, was können wir der Rechtsentwicklung und der Medienhetze entgegensetzen, um gesellschaftlich relevant zu werden? Das sind ja zwei Punkte, ne? Also erstmal, als Paddy und ich 2019 uns entschieden haben, diesen Podcast zu gründen, konnte man auf Spotify eigentlich lange nach kommunistischen oder überhaupt marxistischen Podcasts suchen. Da gab es wirklich einfach gar nichts. Also ich schließe nicht aus, nicht, dass jemand sauer ist, dass ich was übersehe oder so, aber so richtig gab es nichts. Gab es vereinzelt mal so ein paar Schnipsel oder von irgendwelchen kleinen Orgas, war nicht so gut gemacht meistens und so. Wenn wir dann aber auf die rechte Seite geguckt haben, auch damals schon, das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt, dann war das doch schon sehr, sehr professionell. Und tatsächlich, wenn man mal sich irgendwie TikTok der AfD anguckt oder so, oder auf YouTube, was da für Reichweiten generiert werden, dann werde ich immer regelmäßig depressiv abends und denke so, wir haben keine Chance. Man muss sich einfach klar machen, du hast das auch schon angesprochen, natürlich stehen unter unseren Medienprojekten keine Konzern- und Bankinteressen. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ich glaube, wir dürfen deswegen aber nicht den Fehler machen, in so ein opportunistisches Fahrwasser zu kommen, um dann irgendwie größere Reichweite zu generieren. Ich würde eher den Vorschlag machen, dass die bestehenden kommunistischen Projekte noch ein bisschen miteinander kooperieren, also Reichweiten sozusagen sich teilen und auch durchaus natürlich Kontroversen, die es ja gibt, irgendwie dann austragen. Weil Antifaschismus ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Anliegen. Dazu muss es aber auf einer Grundlage einer vernünftigen Faschismusanalyse geschehen. Und da irgendwelche Zugeständnisse an diese ganzen linksliberalen Nazi-Gegner, die wir aus einer sehr moralischen Perspektive, also da kann ich mich nur anschließen, argumentieren, die sind ja alle selber Teil des Staatsapparats. Und das ist dann vielleicht ein Konflikt innerhalb der herrschenden Klasse jetzt. Ne? Also habe ich manchmal den Eindruck, AfD oder das alte Establishment oder so. Also in das Fahrwasser sollten wir uns nicht begeben, weil als Kommunistinnen haben wir natürlich die einzige glaubwürdige Alternative, sind wir eigentlich die Einzigen, die den Faschisten was entgegenzusetzen haben. Ja, darüber hinaus glaube ich, ist es schon wichtig, dass unsere Angebote auch prägnant und populär sind. Ich habe es ja schon gesagt, manchmal, finde ich, fehlt Kommunistinnen der Humor oder auch so ein bisschen der Riecher dafür, was es noch braucht als Transmissionsriemen, um reinzukommen. Ja, genau, ich mache es mal ein bisschen kurz. Soweit würde ich das erstmal formulieren. Mal sehen, was noch in der Diskussion kommt. Genau. Ja, als Perspektive haben wir jetzt schon öfter mal gesagt, dass wir irgendwie von den tagtäglichen Problemen aus der Klasse in Deutschland berichten wollen, aber eben auch weltweit. Wir wollen es aufgreifen, darüber schreiben und das vor allem dann klar verständlich und das nicht in irgendeinen abgehobenen linken Szenesprech verpacken. Und da ist es, denke ich, auch Zeit für unseren Hot Take. Und zwar glauben wir, dass wir halt bei allem linken Pluralismus und Bühne geben und was auch immer, dass wir halt eine linke und revolutionäre Linie brauchen, die wir nach außen vertreten. Wir wollen halt eben kein linkes Diskussionsforum mit Blog-Einträgen sein, sondern ein ernstzunehmendes Massenmedium für die Klasse, das auch klare politische Analysen nach außen vertritt, was besonders in diesen Zeiten der Zeitenwende und der Faschisierung besonders notwendig ist. Und deswegen betonen wir in Perspektive-Kommentaren ja auch immer häufiger die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus hin zum Sozialismus und auf der anderen Seite aber auch die Überwindung des Patriarchats durch die Frauenrevolution. Und ja, der Punkt dieser ausgefeilten Analysen ist da unserer Meinung nach besonders wichtig, um halt dem Rechtsdruck und der generellen Hetze etwas entgegenzusetzen.
Denn was man sich ja klar werden muss, die Gefahr von rechts, aber auch die Gefahr von der Sozialdemokratie und sonstigen Rückschrittlichen, die besteht ja gerade darin, dass ihre Propaganda sehr intuitiv funktioniert. Also einfach, weil all diese Propaganda der bürgerlichen Ideologie entspringt und letztlich, naja, keine Ahnung, den Kapitalismus halt in dem Sinne gar nicht hinterfragt. Und wenn uns deswegen aus der braunen Ecke, aber sonst auch ganz normal von SPD, Grüne und so weiter, massive Abschiebungen und eine Hochrüstung von Staat, Polizei und Armee gefordert werden, ja, dann sehen wir zumindest momentan, dass es einen Großteil des Landes noch nicht so krass erschrickt. Und das ist auch erstmal nicht verwunderlich, denn das ist ja das, was wir am Ende ja, seit klein auf in der Schule beigebracht bekommen. Ne? Freund und Helfer, Polizei, der gute Staat und so weiter. Und deswegen würde ich mich auch dem Vorredner anschließen. Einfach nur stumpfer Populismus und so ein bisschen Anti-Establishment, das wird uns halt nicht ausreichen. Letztlich wollen wir ja die Klassengesellschaft und all ihre Auswüchse überwinden und vor allem dann auch mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft beginnen. Und vor dem Hintergrund ja, der aktuellen Schwäche unserer Bewegung ist es da natürlich offensichtlich, dass es eben nicht reicht, irgendwie alle Felder so ein bisschen zu bedienen und irgendwie alle Strömungen so ein bisschen glücklich zu machen, um dann schnell Größe zu gewinnen, sondern was wir brauchen, sind halt präzise Analysen und die letztlich aber natürlich auch den Humor haben, an der Lebensrealität der Menschen ansetzen und vor allem nicht über ihre Köpfe hinweg diskutiert werden, sondern mit ihnen. Ja, ich würde es auf jeden Fall auch unterstützen, dass Reichweite das eine ist, das andere ist eben auch die Frage, okay, wie viele Leute könnte man eben dadurch auch real in Bewegung setzen, wenn es eben notwendig wird, wenn es darum geht, tatsächlich den Rechten etwas entgegenzusetzen. Und dementsprechend würde ich auch zu der Frage der gesellschaftlichen Relevanz sagen, dass das in sehr starken Abhängigkeit voneinander steht, eben zu einer realen Bewegung auf der Straße. Also ja, linke Medienprojekte können nur so erfolgreich sein, sage ich mal, wie es eben auch eine Basis gibt, eine Masse gibt, die eben ein Interesse daran hat, die ja darüber, wie auch schon zu Beginn, glaube ich, gesagt wurde, es kann ein Türöffner sein, für Menschen aktiv zu werden, aber solange sich das eben dort begrenzt, solange Leute eben nicht den Schritt vor die Haustür gehen, sage ich mal, ja, bringt uns auch ja, eine Reichweite nichts, um tatsächlich einer ja, realen Gefahr, die ja unsere Klasse wirklich auch in ihrem alltäglichen Leben betrifft, die vor allem eben besonders unterdrückte Teile unserer Klasse betrifft, wenn wir von Faschisten reden, die eben Migranten angreifen, die LGBT-Plus-Personen angreifen, ja, dann müssen wir da eben sehen, dass wir uns nicht losgelöst davon begreifen können. Außerdem auch zu der Frage der Analysen, da würde ich auch zustimmen, dass ich denke, man braucht eben eine klare Position, man braucht eine Analyse, man braucht eine Richtung, in die man eben geht. Aber, wie ich glaube ich auch schon betont hatte, allein die richtige Analyse bringt uns nicht viel weiter, wenn niemand danach dann eben handelt, wenn wir sie nicht weiter verbreiten. Und da denke ich, dass wir eben auch dort, vor allem wenn es um Rechtsentwicklung geht und auch um Medienhetze, dass wir eben den gesamten positiven Gehalt unserer Ideologie, unserer Vorstellung von einer besseren Welt den Leuten vermitteln. Also wir haben es zum Beispiel hier in Berlin sehr krass gemerkt, als Daniela Klette verhaftet wurde, als ja, die, alle Medien, nicht nur Springer, sich einen losgeschrieben haben, was für schreckliche Terroristen eigentlich die RAF alles waren, aber sie dann nur darüber geschrieben haben, ah ja, die mochten übrigens Hunde und waren eigentlich total nette Leute, die ihren NachbarInnen geholfen haben. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo wir sehen, okay, wir können, wie der Genosse gesagt hat, die Medienhetze kommt, weil wir befinden uns eben im Widerspruch zum Staat, aber wir können sagen, ja, das ist halt richtig. Und wir sind diejenigen, die für etwas Gutes sozusagen auf die Straße gehen oder unsere ja, Inhalte verbreiten wollen. Und genau. Ansonsten wollte ich vielleicht auch noch mal zurückgeben, weil ich bin ja jetzt sozusagen der letzte Redner hier. Ja, vielleicht um noch ein bisschen in die Diskussion mehr zu kommen. Genau diese Frage, vielleicht vor allem, weil du hast es jetzt auch schon so formuliert, aber an euch, was ihr denn denkt, ob ein möglichst breites Bild, sage ich mal, zum Beispiel von Positionen, ihr denkt, dass das der richtige Weg ist oder genau, also sozusagen,
es wurde von Faschismusanalyse zum Beispiel gesprochen, ob ihr denkt, dass die Leute vor allem alle Möglichkeiten sozusagen kennen sollen, sich dann die beste raussuchen oder, genau, das wäre vielleicht noch eine Frage. Also ja, also nochmal die Frage war jetzt zum Pluralismus einerseits, ja, ja, oder in der klaren Linie? Ja, was ihr denkt, was ihr mit dem Pluralismus erreichen könnt. Okay. Ja, ich denke halt, dass Kommunistinnen per se isoliert sind und naja, das geht ja dann in die Richtung so eine strategische Hegemonie-Diskussion, wie man aus der Defensive kommt und überhaupt erstmal gesellschaftlich relevant wird und immer mehr Leute mitnehmen und überzeugen kann. Und da muss man natürlich an den bestehenden Widersprüchen, mit denen Menschen in ihrem Alter konfrontiert sind, anknüpfen oder auch in der Medienberichterstattung oder sonst in der Lebensrealität, sei es im Beruf, im Studium, in der Ausbildung, im Medienkonsum, in der Kultur, überall halt, was in den ganzen Bereichen, in der Familie, in der Partnerschaft, die uns eben prägen und dann da eben zeigen, auf Basis welchen Systems diese Problematiken entstanden sind und was da die Zusammenhänge sind. Ich denke, es wäre sehr sektiererisch, wenn man nicht den Dialog suchen würde, dann aber im Dialog schon auch versucht, eine klare Linie zu halten. Also bei uns jetzt bei den Interviews ist das schon teilweise eine Herausforderung, wenn man eben sehr pluralistisch, ich weiß nicht, Yannis Varoufakis zu einem Nahostkonflikt einlädt, dass man dann halt auch mal kritische Fragen über seinen Reformismus mit reinstellt. So in die Richtung, denke ich, da kann man versuchen, so eine Art Mittelmaß zu finden. Und natürlich ist dann halt im Rahmen des Pluralismus auf den allerersten Blick die Linie erstmal ein bisschen weicher oder harmloser. Dem wird bei uns vor allem in den Monatsfolgen entgegengewirkt, die jetzt auch zweiwöchentlich stattfinden. Ich bin da nicht so viel dabei, aber das machen die anderen bei uns im Trio Infernale. Und da bin ich schon fest davon überzeugt, dass die da eine ganz klare Linie fahren. Und ja, das war's dazu. Ja. Also einige sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass die Bewegung sich schon in dem Stadium befindet, wo auch einige Fragen gerade auch geklärt werden müssen. Insofern finde ich es jetzt nicht falsch, wenn man verschiedene Strömungen einlädt. Aber wir haben schon auch eine Linie und auch eine Agenda und die ist, glaube ich, auch hörbar. Ich würde auch nicht zu jeder Konferenz gehen. Also die Zahl der Leute, mit denen man so diskutiert, die ist jetzt nicht endlos. Wenn wir dann mal Leute wie Wolfgang M. Schmidt oder so einladen, dann stellen wir ihn auch, haben wir auch gemacht, haben wir gefragt, bist du eigentlich Reformist oder so, oder Sozialdemokrat? Kann man ja mal nachhören, was er gesagt hat. So. Also trotzdem macht es Sinn mit Leuten, die populär sind, wo offenbar Leute irgendwie sich Antworten erhoffen, die ins Gespräch zu holen und dann aber einen klaren Standpunkt zu wahren. Also das finde ich richtig. Was ich nicht glaube, ist, dass man irgendwie so ein Angebot machen sollte von, es gibt viele Faschismusanalysen, such dir eine aus und viel Glück oder so, sondern man braucht schon dann irgendwann auch mal ein Ergebnis. Aber klar, also wir sind halt nicht ein Podcast einer Organisation. Das ist auch gut so. Es ist gleichzeitig, glaube ich, unsere große Stärke, aber auch unsere Schwäche natürlich. Also das ist klar. Wir können jetzt nicht sagen, also ich halte es nicht für so sinnvoll, am Ende zu sagen, und jetzt, wir werden mal gefragt, wo soll ich mich organisieren, solche Nachrichten kriege ich und so. Und darauf antworte ich immer nicht, weil ich glaube, unsere Rolle ist momentan eher die Debatte zu organisieren. Und geht aber nicht, dass Leute nur die Debatte organisieren. So. Also das wäre so meine Antwort. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zur Debatte organisieren, einfach weil man darauf argumentativ groß aufbauen kann. Bevor Leute sich die Organisationsfrage stellen, müssen ja überhaupt erstmal ein paar inhaltlich grundlegende Dinge geklärt werden. Zumindest, wenn man halt dann in der Organisation sein möchte, in der man auch bleibt. Weil es gab ja innerhalb der kommunistischen verschiedenen Gruppen, alle möchten die Partei aufbauen, dann ja jetzt auch im Rahmen des Ukraine-Krieges Spaltung, zum Beispiel die KO hat sich gespalten, einfach weil sie eben ja verschiedene Begriffe hatten. Ich kenne da auch nicht so genau die Internas, aber es ist ja schon so, dass bei inhaltlichen Differenzen, einfach weil man die Differenzen nicht aushalten möchte, sich dann spalten muss anscheinend. Und es ist dementsprechend schon wichtig halt, dass man dann vielleicht erstmal beginnt, die inhaltlichen Differenzen zu diskutieren, ja, damit man sich eben dann nicht in solche unangenehme Situationen begeben muss. Und manchmal kann es ja auch produktiv sein, sich zu spalten, wobei ich da manchmal meine Zweifel habe, ob sich alle immer spalten müssen. Okay, ich würde vielleicht versuchen, euch ein bisschen dran zu nehmen. Genau, deshalb wäre, also einfach damit wir so ein bisschen nochmal alle einbinden, deshalb wäre so ein bisschen die Frage, ob ihr beide, weil ihr, ja, vielleicht du, ob du noch was sagen möchtest dazu, ansonsten können wir auch jemand anderen nehmen. Nee, sehr gerne. Genau, wir müssen mit der Klasse diskutieren. Die Debatte findet nicht nur hier statt, sondern die sollte vor allem auf der Straße stattfinden.
Weswegen es vielleicht für uns nochmal besonders wichtig ist zu sagen, ja, wir berichten ja nicht ohne Grund über bestimmte und auch verschiedene klassenkämpferische oder kommunistische Kräfte in diesem Land oder aber auch generell über die Bewegung, weil natürlich sind auch wir, versuchen wir das Sektierertum zu bekämpfen und wollen letztlich der Bewegung eine Bühne geben, weil die Erfolge der Bewegung sind auch unsere Erfolge und es macht keinen Sinn, sich da so in die Konkurrenz zu stellen. Und genau, letztlich aber, was ich eigentlich schon vor uns betont hatte, es braucht halt eben diese klare Linie, wo wir uns ja jetzt recht einig sind auf diesem Podium. Aber letztlich ist es ja besonders wichtig, dass bei all dem Gerede über die Linie es trotzdem halt diesen Punkt gibt, wo halt Leute zugehen können, wenn sie sich organisieren wollen. Weil natürlich auch bei uns, also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, schreibt bei uns mit. Das ist natürlich auch unsere Idee von diesem Medienangebot, dass wir neue Leute dazu bekommen. Aber am Ende ist die Medienarbeit auch nicht für alle was. Es gibt auch einfach ArbeiterInnen, die halt eine kämpferische Betriebsorganisation wollen, um da ihren Streik zu führen und so weiter. Genau, und deswegen frage ich mich so ein bisschen, warum. Also natürlich braucht es die Debatte, da bin ich vollkommen dabei. Deswegen gibt es ja auch so Angebote wie jetzt gerade hier. Allerdings befinden wir uns in Zeiten, wo es schon etliche Ansätze zur Revolution gab, in denen es schon etliche kommunistische Parteien gab, in denen es schon sozialistische Staaten gab und so weiter. Und deswegen ist ja jetzt eher die drängende Frage, ob wir es halt schaffen, gemeinsam Kontakt zu suchen, gemeinsam was zu schaffen, anstatt ewig in so einer komischen Schwebe der Debatte uns zu befinden. Weil natürlich ist es beides gleichzeitig wichtig, aber wir müssen uns halt bewusst sein, dass der überwiegende Großteil der Menschen in diesem Land halt von dem Großteil der Imperialismusdebatten in der KO halt leider nichts mitbekommt. Und wir deswegen auch da halt einfach jetzt schon einen Anknüpfungspunkt brauchen, wo sich Leute organisieren können und vor allem auch zu Themen, die sie tatsächlich was angehen. Okay, vielleicht, wenn ihr mir mit der Hand so ein bisschen irgendwie Rückmeldungen gebt, dass ihr reden wollt, dann kann ich euch so nachher noch mal ein bisschen dran nehmen. Genau. Ja, ich würde auch gleich daran anknüpfen, weil ich denke, es ist sehr fatal, wenn Leute sich organisieren wollen, ihnen nicht zumindest vielleicht eine Empfehlung abzugeben, weil ich denke, das ist eine der besonders großen Schwächen der Arbeiterklasse in Deutschland ist eben ihr sehr niedriger Organisationsgrad. Und also ich zähle da jetzt nicht die formelle Mitgliedschaft in den DGB-Gewerkschaften. Das ist für mich kein Organisationsgrad der Arbeiterklasse in Deutschland. Da würde ich das nicht festmachen, sondern eben tatsächlich einer realen, klassenkämpferisch orientierten Organisation. Und also ich kann das verstehen, dass wenn Leute auf einen zukommen und sozusagen eine Antwort haben wollen, wo soll ich mich jetzt organisieren, dass das nichts ist, was man einfach so sagt, keine Ahnung, was bist du denn? Bist du MLM, bist du ML oder was auch immer? Dann kann ich dir die verschiedenen Orgas nennen. Aber ich denke eben genau das, oder das würde auch, ist das, was ich auch unter sozusagen einer Linie, einer Position verstehe, ist eben nicht nur eine Analyse zu haben von verschiedenen Aspekten des Systems, wie ist der Staat aufgebaut, was für eine Rolle spielt er und so weiter, sondern auch eben eine klare Vorstellung in eben der Organisationsfrage zu haben, eine klare Vorstellung zu haben, okay, was sind wir denn für ein Teil der revolutionären Bewegung, was ist unser Platz, zum Beispiel als eben Medienprojekt und wie dreht sich die Welt um uns oder dreht sich die Welt eben um den sozusagen eben realen Kampf um die Macht oder das, was wir organisieren wollen. Und ich denke auch da, deswegen, ich finde es auch total gut, auf jeden Fall, Leute zu interviewen und auch eben diese Fragen zu stellen, aber auch das geht ja auch nur, wenn man selber eine klare Position hat. Du kannst ja nur jemanden kritisieren oder kritische Nachfragen stellen, wenn du weißt, was du falsch findest an den Positionen des Gegenübers und selber weißt, was du richtig findest. Genau. Ja, vielleicht noch was zu Klassenkämpfen, weil ja die Frage jetzt ja war, digitale Klassenkämpfe. Ich würde sagen, das Digitale ist jetzt halt einfach nur das Medium, auf dem sich ausgetauscht wird, auf dem sich vernetzt wird. Das Zentrale wären jetzt die Klassenkämpfe. Von was für Klassenkämpfen reden wir? Reden wir von einem politischen Klassenkampf, der das System überwinden will, der das Privateigentum, das in diesem Grundgesetz mit einer Ewigkeitsklausel als Grundrecht festgeschrieben ist, das Grundrecht auf Privateigentum, dass man das überwinden möchte? Oder reden wir halt einfach um Auseinandersetzungen zwischen Arbeit und Kapital, die in der BRD durch
Friedenspflicht und so weiter ja, harmonisiert werden, sage ich mal, reden wir über Gewerkschafter, die selber in vorauseilendem Gehorsam nicht zu viel streiken wollen, damit ja auch die Gewinne nicht reduziert werden, weil das sind dann einfach nur Verteilungskämpfe oder ökonomische Klassenkämpfe. Ja, dementsprechend würde ich nochmal zum Abschluss sagen, so Klassenkämpfe mit dem revolutionären Charakter gibt es kaum bis gar nicht, die werden vom Staat bekämpft und all diejenigen, die versuchen, sie zu führen, ja, haben es leider ziemlich schwer. Nicht nur, weil wenige Leute gerade Lust drauf haben, manchmal immer mehr Menschen, die schon bemerken, dass es da Widersprüche im System gibt, da gibt es schon Leute, gibt schon Hoffnung, aber viele Leute haben einerseits keine Lust drauf, andererseits ist der Staat wirklich unglaublich mächtig und es ist halt einfach nicht einfach, das so hinzubekommen und darüber sollte man sich im Klaren sein. Ja, ich hätte bei aller Diskussion, glaube ich, nur noch einen letzten wichtigen Punkt, der uns besonders ein Anliegen ist, nämlich einen Ausblick. Ja, wir sitzen jetzt hier als 4 verschiedene Medienangebote. Was kommt denn eigentlich auf uns zu? Für uns ist es da nochmal wichtig zu betonen, so als Punkt zum Abschluss, ja, genau, wie geht's morgen und übermorgen und auch in den darauffolgenden Jahren weiter? Ganz am Ende müssen wir halt betonen, dass es Medien- und Kulturangebote in eigentlich allen möglichen Bereichen unseres Lebens braucht. Und hoppala. Ich glaube, auf dem jetzigen Stand der Bewegung wäre es halt kein richtiger Ansatz zu sagen, okay, wir nehmen jetzt alle unsere Kräfte und ballern TikTok-Videos ohne Ende raus, dann wird das schon was mit der Revolution, sondern eher müssen wir es schaffen, halt aktiv Leute zu organisieren und mehr Leute auch für die Medienarbeit zu begeistern. Und das muss aber eben, wie schon öfters betont, Hand in Hand gehen mit dem Aufbau von Organisationen und anderen Strukturen der Beteiligung von den Massen. Und vor allem im Hinterkopf muss bleiben, am Ende brauchst du halt ja, 10-mal so viele Medien- und Kulturangebote wie die, die wir hier gerade sitzen. Also, keine Ahnung, Angebote für Fußballfans oder Fans von anderen Sportarten, irgendwas für klassische Kultur, Film, Literatur, Musik, lokale Angebote, Podcasts und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir am Ende, glaube ich, auch schon hier und heute überlegen, wie wir denn Schritte hin zu einer größeren gesellschaftlichen Relevanz gehen können. Das war ja auch so ein bisschen in der zweiten Frage drin. Und was ich vor uns schon angeschnitten habe, dass wir eben auch im Rahmen der Medien und der Kultur das in Organisationen beschränkte Denken und vor allem auch das Zirkelwesen überwinden müssen. Und stattdessen gilt es halt für uns, gemeinsam in den Austausch zu kommen, Lösungen zu suchen und letztendlich vor allem den Status der vermeintlichen Alternative von den FaschistInnen zu nehmen und stattdessen klar zu betonen, dass wir hier die Alternative sind. Ja, ich will jetzt gar nicht, bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, noch so viel reden. Aber ich würde auch nochmal ja, genau das unterstreichen, dass ich denke, dass wir eben diesen Ausgangspunkt, den wir jetzt vielleicht haben, diese verschiedenen Angebote, auch in dem Sinne eben nicht als, ja, wenn, auch wenn es dasselbe Format ist vielleicht, könnte man eher es in der Konkurrenz sehen, aber eben das auch zu überwinden, sondern zu sagen, okay, es braucht eben verschiedene Angebote, es braucht noch breitere Angebote und ja, auch in diesem Sinne vielleicht auch über unsere eigenen Formate eben weiter nachzudenken und zu schauen, okay, was sind denn weitere Mängel, ja, was sind Felder, die wir eben noch nicht bespielen als Kommunisten und auch da würde ich sagen, es macht keinen Sinn, einfach die Faschisten in dem Sinne zu kopieren, denn wir haben erstmal weder die Inhalte, mit denen sie einfach so stumpf daher sagen können, wir brauchen keine Leute, die sozusagen blind einfach unseren Sachen folgen, weil wir irgendwie die Coolen im TikTok gesagt haben, sondern für unsere, ja, für unser Ziel, für die Überwindung des Kapitalismus brauchen wir ja eben bewusste Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, diesen Kampf zu führen. Aber genau, ich denke auch trotzdem, diese Fragen und Angebote weiterzuentwickeln, ist etwas sehr Wichtiges. Okay, dann sind wir jetzt vielleicht zu einem ganz runden Ende gekommen vom Podium. Genau, ich würde an sich mich erstmal, bevor wir jetzt Zuschauerfragen zulassen, einmal quasi einen Endsatz machen. Genau, erstmal vielen Dank, dass ihr alle da wart, da seid auf dem Podium, dass ihr jetzt noch kurz zur Verfügung stellt, um ein paar Fragen zu beantworten. Genau, ich denke, wir haben jetzt eigentlich viel gehört, auch über die unterschiedlichen Vorstellungen vielleicht von revolutionärer Medienarbeit. Viele von euch haben betont, dass man sich eben auch über die Medien hinaus organisieren muss. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wir als Klassenbildung freuen uns auf jeden Fall auch weiter über den heutigen Tag hinaus im Austausch zu bleiben. Deshalb wollen wir genau diesen Austausch ja jetzt auch euch noch ermöglichen. Wir haben, glaube ich, eine Person,
Ansonsten bräuchten wir eine, die hier gleich mal mit diesem Mikro rumgehen kann. Ah, perfekt, sitzt schon da vorne. Daher wäre es jetzt die Frage, ob es Fragen gibt von euch, die ihr stellen wollt. Alles klar, da gehen direkt die Hände in die Höhe. Super, dann fangen wir doch erstmal einmal hier vorne an. Ich glaube, der junge Herr als erstes. Einfach mehrere Anmerkungen. Zunächst mal möchte ich meine Hochachtung ausdrücken vor allen vier Menschen dort, die auf der Bühne sitzen. Ich bin einfach tief beeindruckt von eurer Tiefe und die ihr da in diese Thematik reinbringt. Ich kenne euch bisher nur, ich bin in meiner Orientierungsphase, ich kenne euch bisher alle online, also eure Medien und sowas, und kann im Punkt 2 jetzt auch gerade bestätigen, das ist total wichtig, was ihr macht. Vor rund 14 Jahren war ich auch schon mal in so einer Geschichte, wo mich dieses System so angekackt hat. Damals bin ich mangels Alternativen eher in so Sachen wie diese Staatsverleugner, was man heute unter Reichsbürger ähnliche, ne, waren damals keine Reichsbürger, geraten, weil das waren die einzigen, auf die ich gestoßen bin. Und deswegen super, dass ihr das macht. Und das ist ein total wichtiger Punkt. Dann, was ich jetzt noch anmerken möchte, was mir aber insgesamt fehlt in der ganzen linken Betrachtung, oder ich komme ja auch ein bisschen in den letzten Jahren aus dem Klimaaktivismus, und ich merke halt so, was mich so ein bisschen auch frustriert, also immer wieder in der Blase sich erzählt zu bekommen, wie scheiße das System ist, wie schlecht es alles wird, was auf uns zukommt. Was mir wirklich fehlt, ist so, und da würde ich gern hingehen mit Menschen auch, okay, wie ist denn die positive Vision? Also nicht, dass das andere schlecht wäre, das braucht es auf jeden Fall auch. Was mir aber fehlt, ist irgendwie, also für mein Herz auch und vielleicht auch, um andere noch zu erreichen, dieses, ja okay, wie sehe dann so ein Leben im Sozialismus, Kommunismus aus? Das zu visualisieren, ich hatte auch früher mal einen Verlag gehabt, deswegen bin Fotograf gewesen, also auch dieses Bilder zeigen, das Schöne, wie kann so ein Leben aussehen? Ich glaube, sowas braucht es noch, um eine Begeisterungsfähigkeit für das Neue zu erzeugen. Ja, das wollte ich noch sagen. Vielleicht habt ihr da auch noch irgendwie Ideen oder Anmerkungen dazu. Danke. Okay, tatsächlich wäre es cool, wenn alle, die sich gerade gemeldet haben, sich nochmal melden, weil wir würden versuchen, immer so 2-3 Fragen aufzuschreiben, dann Leute vom Podium antworten zu lassen und dann je nach Zeit noch Fragen nachzuziehen. Na, ich würde mal jemanden von da hinten nehmen, da sitzt so ein Kollege in einem grünen Poloshirt. Meine Frage richtet sich vor allem an den Genossen von der Kommunistenkneipe. Du hast es jetzt nicht nur einmal, sondern zweimal hervorgehoben, dass ihr unabhängig seid. Und es schien mir doch, als ob du es hervorhebst, wie, als wäre das ein Wert an und für sich. Ich meine, es ist nicht nur eine Ausrede, sondern auch sicher eine gute Begründung zu sagen, es gibt zurzeit keine Partei, die erwähnenswert wäre oder sich so nennen könnte und dürfte. Und der nicht angeschlossen zu sein, wäre dann möglicherweise noch sehr viel verwerflicher. Aber zum jetzigen Zeitpunkt könnte man ja auch sagen, ihr stellt vielleicht sowas wie ein Forum dar, in einem Zeitpunkt, wo wir sehr viele Kräfte nebeneinander herhaben, die verschiedentlich an den Aufbau herangehen. Trotzdem frage ich mich, habt ihr irgendwo eine Perspektive, die möglicherweise organisiert dieses Forum darstellen kann für eine Diskussion zwischen den einzelnen Organisationen? Oder stellt ihr euch vor, dass das für immer ein unabhängiges Projekt sein soll, wo die Linie dann am Ende eine Frage, eine fast schon private Frage der Redaktionsmitglieder ist? Nicht, dass ich euch da sozusagen nicht auch wertschätzen würde oder viel Vertrauen habe in eure persönlichen Fähigkeiten, aber die Gefahr sehe ich doch, dass es ein privates Projekt bleibt. Okay, vielen Dank. Ich muss leider jetzt nach den ersten beiden Fragen schon einen kurzen Hinweis einwerfen. Ihr müsst versuchen, euch ein bisschen kurz zu halten in den Fragen, damit wir mehr Zeit für die Antworten haben. Genau, jetzt einfach nochmal die Hände hoch, dann holen wir uns noch eine dritte Frage. Genau, hier vielleicht dich einmal. Ja, vielen Dank an die Podiumsteilnehmer und auch vielen Dank an Klassenbildung fürs Organisieren von der Konferenz. Ich hätte eine Frage eigentlich an alle. Und zwar, ich habe vom Papirossa Verlag gehört, also ich weiß jetzt nicht, ob es deren Selbstverständnis ist, aber ich habe gehört, dass die so verschiedene marxistische Theoriebildungen oder marxistisch-leninistische Theoriebildungen veröffentlichen und auch so Art konservieren möchten, so für die Zukunft. Und das führt natürlich eben dazu, dass wenn man sich die Veröffentlichungen beim Papirossa Verlag anschaut, da sehr viele verschiedene theoretische Positionen eben publiziert werden. Und meine Frage an euch wäre, wie ihr das denn bewerten würdet in Bezug auf das Medium Buch oder Theorie? Okay, super. Dann würden wir jetzt erstmal vielleicht zu den Antworten kommen und dann schauen, ob wir noch mehr Fragen zulassen können. Genau, ihr dürft euch gerne einmal so... Okay, super. Dann machen wir dich zuerst, Flo, und dann Ilja, du.
Und Anton, ob du dich gemeldet hast, habe ich nicht gesehen. Aber dann am Ende kann ich aber sehen. Okay, vielleicht erstmal zu deinem Aspekt. Du hast ja so ein bisschen in die Richtung argumentiert, es wäre gut, wenn es auch eine positive Vision gäbe. Ich würde mich da ein Stück weit anschließen. Ich finde, es gibt so eine Tendenz, manchmal im Marxismus fast so etwas wie so ein Bilderverbot aufzumachen, wenn es darum geht, na, wie sieht denn der Sozialismus aus? Ich verstehe schon, dass es nicht so einen Sinn macht zu fragen, naja, wie nennen wir denn die Straße hier wenn wir Revolution haben? Also solche Debatten sind vielleicht so ein bisschen lustig, aber fruchtlos. Und trotzdem glaube ich, dass es für die Agitation schon notwendig ist, wenn man zum Beispiel mit Menschen spricht, die unter Wohnungsnot leiden, dass man schon darauf hinweist, welche Erfahrungen gab es denn vielleicht im Sozialismus mit Wohnungspolitik oder wie könnte das aussehen? Also ein konkretes Angebot, du könntest dann so und so leben, du würdest weniger arbeiten, Beziehungen würden sich verändern. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Klar, das Ganze hat Grenzen, aber vielleicht machen wir das manchmal ein bisschen zu wenig, weil wir uns natürlich in Opposition zu den Bestehenden befinden und ganz konkrete Antworten haben auch wirklich was mit sehr konkreten Situationen zu tun. Dann, ne? Das kann man nicht so auf dem Reißbrett entwerfen. Und trotzdem glaube ich, das stimmt. Ja, also halte ich auch für wichtig. Genau, das wäre meine Antwort dazu. Ich weiß nicht, ob ich direkt zu der anderen Frage schon was sagen soll oder ob wir... Ja, ja, alles klar. Der Genosse da hinten. Es ist jetzt nicht so, dass... ein Großteil der Redaktion ist tatsächlich organisiert. Ich sage jetzt nicht wo, das nur so als Hinweis. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur Podcast machen und sagen, naja, das ist es. Und natürlich würde ich es für notwendig halten, wenn jetzt so ein Podcast wie der Kommunistenkneipe, was weiß ich, 10 Millionen Abonnenten hat, wir sind kurz davor, dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn das irgendwie ineinander greift, an der Seite oder eng verbunden mit einer bestehenden kommunistischen Partei. Also wenn du mir sagst, wo die ist, dann gucke ich mir das an. Und ich finde im jetzigen Stand, wo noch Diskussion organisiert wird, eher wird das andere wichtig, dass man guckt, im Austausch zu bleiben. Aber natürlich reicht das nicht. Also ich halte es nicht für ausreichend, nur den Podcast zu machen. Weil, und es stimmt, also ich würde es auch ernst nehmen, was du sagst, und nicht polemisch darauf antworten. Die Gefahr sehe ich auch bei mir selber zum Beispiel oder auch bei anderen Genossen, die sich in solche Projekte flüchten, dass das so ein bisschen so zum Politikersatz wird. Dass man so ein bisschen sagt, naja, ich bin ja noch aktiv. So viele Likes schon wieder eine Nachricht bekommen. Ich war ja voll aktiv und so. Aber man muss auch schon das Ganze realistisch betrachten. Und natürlich gibt es die Notwendigkeit einer kommunistischen Partei. Ganz klar. Und der Vernetzung mit dieser dann im Klassenkampf. Keine Frage, habe ich kein Problem mit, das sozusagen. Ja. Das Dritte, ich weiß nicht, ob ich die Frage verstanden habe, wie wir das finden, was Papi Rossa macht da, oder... Wie ihr das bewertet, dass das halt so konvergiert wird für die Zukunft. Ja, also ich finde das richtig. Wir sind auch mit Papi Rossa, glaube ich, gerade im Kontakt. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt... ich gucke gerade den Genossen an, der hier auch ist. Wie weit das gediegen ist. Ich halte es schon für sinnvoll, auch mit Autoren, zum Beispiel, es gibt jetzt gerade noch einige, die auch gerade noch leben, es geht nicht mehr so lange weiter irgendwie, mit denen ins Gespräch zu kommen, Dinge vielleicht auch zu digitalisieren. Also ich finde das richtig. Man muss es natürlich trotzdem dann inhaltlich bewerten. Ne? Also das ist ja auch sehr plural. Nicht alles finde ich da gleich gut, aber grundsätzlich finde ich, macht Papi Rossa eine wichtige Arbeit und finde es gut, wenn sowas passiert. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde nur ganz kurz was zur ersten Frage noch sagen, um noch andere Fragen vielleicht zu ermöglichen. Ich würde es auch zustimmen, dass es sehr wichtig ist, auch eine positive Vision sozusagen Menschen anzubieten, um sie auch überzeugen zu können, warum es sich dann lohnt, sozusagen überhaupt ja, den nicht immer leichten Kampf aufzunehmen. Und ich glaube, es ist aber eben auch besonders schwer für uns, weil wir es ja selber in dem Sinne nicht kennen. Also wir haben ja selber nie das erlebt, was wir uns vorstellen. Wir haben es gelesen, wir haben es vielleicht in irgendwelchen filmischen Darstellungen gesehen oder so. Aber ja, wir haben es eben nicht selber wirklich am eigenen Leib erfahren. Und ich glaube, all das, was man eben nicht am eigenen Leib erfährt, ist immer erfordert eine gewisse Anstrengung sozusagen weiter zu vermitteln und selber zu verstehen. Und da würde ich aber sagen, ein Ansatz dafür, um das weiterzuentwickeln, um auch eben besonders so Gefühle und Emotionen von Menschen erreichen zu können, ist die Ansätze, die wir heute schon haben, davon, von der Gesellschaft, die wir uns vielleicht vorstellen, zu nutzen. Also zum Beispiel die Kollektivität, die wir erleben,
in unseren Organisationen, die Genossenschaftlichkeit, die Solidarität, die wir erleben, wenn wir unsere politische Arbeit machen, wenn wir mit Menschen aus unserer Klasse Kämpfe führen, zum Beispiel gegen die Schließung von einem Jugendzentrum oder einer Kita oder so, genau diese Momente zu nutzen und diese zum Beispiel weiter zu verbreiten und Leuten zu sagen, ja, wir haben jetzt noch nicht den Sozialismus und morgen vielleicht auch noch nicht, aber wenn man heute schon kämpft, dann kann man heute schon ein sehr viel erfüllteres Leben führen, als es sonst im Kapitalismus möglich ist. Okay, vielen Dank. Wir würden jetzt einmal noch vielleicht so letzte ein bis zwei kurze Fragen zulassen. Danach müssen wir leider Schluss machen für heute. Genau, hier einmal der Kollege mit der Käppi vielleicht. Lorenz von der K.O. Ich würde erstmal vielem zustimmen, was gesagt wurde, dass es halt mit Organisierung und Klarheit und sowas halt langfristig auch verbunden werden muss. Es sind jetzt halt hier eigentlich drei auf dem Podium, die eigentlich auch nicht wirklich den Anspruch haben, ein Massenmedium zu sein. Also 99:1, Kommunistenkneipe und auch Klassenbildung ist natürlich vor allem für Kommunisten ausgerichtet. Bei Perspektive ist es so ein bisschen so halb so, würde ich sagen. Dass es natürlich schon den Anspruch hat, für die Arbeiterklasse zu sein. Aber ich glaube, man muss schon den Unterschied ziehen zwischen dem objektiven Interesse der Klasse und dem subjektiven Bewusstseinsstand, wo die Klasse gerade ist. Und wenn man das jetzt eigentlich nur so auf, es ist im objektiven Interesse der Arbeiterklasse, dass hier und da Demos geführt werden und so weiter, dann kann man halt auch so ein bisschen an dem Stand vorbeigehen, glaube ich, was viele Leute eigentlich gerade beschäftigt im Alltag. Mir geht das zumindest so auf der Arbeit, wenn ich da mit Kollegen rede oder so, dann sind meistens in den linken Medien werden Themen angesprochen, die eigentlich meine Kollegen überhaupt nicht interessieren oder über die überhaupt nicht reden. Und wenn man jetzt gerade, wie bei der zweiten Frage, gegen den Rechtsruck was machen will, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, auch da den Kampf um die Köpfe zu führen und eben auch Angebote zu schaffen, die Leute erreichen, die eben nicht in der linken Szene sind, sondern vielleicht auch anfällig für rechts oder so. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich dann auch darüber Gedanken zu machen, wie man eben aus linken Themen rauskommt, trotzdem mit einer marxistischen Linie und Analysemethode und so. Da Formen schafft. Habt ihr da Gedanken dazu, was das für Formen sein könnten und wie die inhaltlich verpackt werden können? Okay, leider muss ich mich korrigieren, das ist die letzte Frage. Vielleicht will die noch jemand von euch beantworten. Okay, ich würde dann nochmal auf deine Frage vorhin eingehen, nämlich die Rolle des Internets. Du hast erwähnt, dass du vor vielen Jahren dich schon mal so ein bisschen politisiert hast und damals mehr Antworten auf deine Unzufriedenheit von rechts bekommen hast. Ich denke, es ist ein großes Problem, das radikale Linke. Ich glaube, damals gab es bloß Mr. Marxismo, so ein Attack, globalisierungskritischer YouTube-Kanal, der ein bisschen was mit Marx auch ab und zu mal neben vielen anderen viel widersprüchlicheren Positionen hochgeladen hat. Ansonsten gab es halt mehr so Verschwörungstheorien oder bürgerlichere und rechtere Leute, die Unzufriedenheit katalysiert haben im Internet. Und dementsprechend ist vielleicht so das eine oder andere hochgeladene TikTok-Video doch ein Anfang. Es gibt dieses eine Meme von so einer Katze, die dann so aufs Internet losgelassen wird. So, und also es ist halt manchmal wirklich so, ganz egal, ob man einfach unzufrieden ist oder irgendwo in einem Dorf oder einer Kleinstadt groß wird, wo es keine linke Szene gibt, dass dann halt schon über den Medienkonsum sich Leute politisieren. Und der Redebeitrag eben ist ja so darauf eingegangen, dass der subjektive Bewusstseinsstand nicht weit genug ist und häufig sich Linke eben nicht sehr gute Angebote haben für die, sag ich mal, Alltagssorgen oder Interessen von arbeitenden Leuten. Ja, da muss man halt einfach mehr unter die Leute kommen, beziehungsweise halt mehr anknüpfen an deren Interessen oder an ihrem aktuellen Bewusstseinsstand. Das Problem mit dem Bewusstseinsstand ist halt, dass der häufig ziemlich übel aussieht, beziehungsweise Leute sehr instrumentell, sehr moralistisch erstmal an sich denken und danach an die Gesellschaft. Und wenn sie an die Gesellschaft denken, dann haben sie nicht so eine, kapitalismuskritische Gesellschaftskritik, sondern eben andere Erklärungsmuster. Ja, nochmal zur positiven Vision, alle nach ihren Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, wäre so vielleicht das Marx'sche Zitat dazu. Und wenn man dann einen Systemwechsel will, dann möchte man ja schon die positiven Dinge des Kapitalismus, also diesen riesigen technischen Fortschritt zum Beispiel, den ganzen Reichtum, den die kapitalistische Klasse von der Arbeiterklasse enteignet hat und weggepresst hat, den möchte man dann halt wieder demokratisieren und den Nachfahren und denjenigen, die es jetzt gerade erschaffen, eben zurückgeben und zukommen lassen. So, das, denke ich, ist schon so die positive Vision, die man Menschen anbieten kann. Und
wenn Sie sich davon überzeugen lassen, dann ist das schön, dann freut mich das. Und wenn nicht, dann wird es schwierig. Ja, dann vielleicht kurz zu der Frage von dem Freund. Ja, genau, gegen rechts sein, das sind wir. Massenmedium, das ist unser Anspruch. Und ich glaube, was ja ein generelles Ding ist, okay, ArbeiterInnen finden in den Medien nicht ihre Stimme wieder. Ja gut, es liegt halt auch einfach darin, dass sie da nicht vertreten ist. Ein Großteil der journalistischen Angebote besteht aus sehr vielen AkademikerInnen, die halt eine journalistische Ausbildung gehabt haben und da natürlich auch die entsprechende Ideologie reingeprügelt bekommen haben. Das ist bei uns nicht so. Wir versuchen natürlich auch als unausgebildete JournalistInnen mit einem bestimmten Anspruch halt diese Artikel zu schreiben und schaffen das, denke ich, auch ganz gut. Und zu der Frage, ja, was interessiert die Leute eigentlich? Deswegen gibt es ja die Verknüpfung zur Praxis. Wir können nicht aus dem Elfenbeinturm irgendwelche coolen Artikel über den 1. Mai schreiben, wenn wir nicht selber auf der Straße sind und uns da mit der Polizei in Konfrontation sehen zum Beispiel. Und dasselbe gilt natürlich auch für rechts. Und deswegen haben wir als Perspektive auch schon im Herbst 2022, im heißen Herbst halt geschrieben, ja, die Rechten können halt die Krise nicht lösen. Das sind die Gründe dafür. Ja, organisiert euch. So, gleich dazu. Okay, mit diesen schönen Abschlussworten würden wir jetzt auch abschließen. Bevor ihr alle aufspringt und wegrennt, genau, möchte ich mich einmal kurz bei meinen Gästen nochmal bedanken. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich fand es wirklich sehr interessant. Ich hoffe, für euch war es auch interessant. Genau, und ja, vielleicht erstmal das. Und dann müsste ich gleich nochmal kurz zwei organisatorische Ansagen machen.